So. Uhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ich hoffe, ich bin gut zu sehen und zu hören. Diesmal nicht ganz oben in der Mitte, sondern unten auf der linken Seite. Und das hat einen Grund, denn wir spielen heute nicht einfach nur so, sondern wir machen einen kleinen One-Shot im System Cinema. Was das ist und erklärt euch gleich ganz kurz auch der Spielleiter. Und dieses ganze Dingen hier findet statt im Rahmen der Nordpol Spielleiter Austausch Challenge. Das heißt, ich habe den guten Marot, der heute der Storyteller hier ist, herausgefordert, dass er auf meinem Kanal etwas leitet, nämlich sein eigenes, selbst erstelltes System Cinema, was dafür gedacht ist, dass es immersionsfördernd ist im Rollenspiel und mal gucken, ob wir das hinkriegen heute, dass wir einen total immersiven, schönen Rollenspielabend haben. So, aber heute mit dabei, außer mir, ist außerdem noch, ich fange mal über mir an, das ist der Live. Live. Ich habe wieder vergessen, wie man es ausspricht. Als Alexander Faust, der spielt das nämlich heute. Ja. Wie spricht man es aus? Hallo? Das passt. Hallo? Haben wir ihn verloren? Ich glaube, schon. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Gut, alles klar. Ich Also, werde dafür wie sorgen, spricht dass man es dich da aus? live passt. Ich Live bin mit allem passt. zufrieden. Ansonsten könnt ihr auch für diesen Abend gerne Alexander sagen. Das ist auf jeden Fall gut. Auf heute hörst du auch auf Alexander. Alles klar. Dann natürlich eine der wichtigsten Personen heute, der Storyteller, das ist der Marot. Hallo. Ja. Der Chat sagt auch schon Hallo, sehr schön. Dann haben wir auf der rechten Seite Elanor, die spielt Susanne Brauer. Hallo, guten Abend da draußen. Und last but not least haben wir noch das Pixelbeast oder den Pixelbeast, der spielt Ralf Feierabend. Ja. Mikrofon stumm. Hallo. Man hört dich, sehr schön, ja. Ja, viele neue Gesichter hier auf diesem Kanal. Schauen wir mal, wie wir es heute zusammenspielen. Ich spiele übrigens heute Jan Kluge. Die Namen sagen euch gleich alles nichts, aber ich glaube, ihr werdet gleich viel erfahren über die Charaktere und ich glaube, wir auch. Ja, aber wir haben uns gedacht, dass Cinema ein total unbekanntes System ist, denke ich. Kann der Marot, da der ja das System erfunden hat, quasi, ein bisschen was dazu erzählen, damit ihr da draußen auch gleich wisst, was wir hier machen? Denn da das hier ein immersionsförderndes Rollenspiel ist, wird es gleich nichts, also keine große Erklärung zwischendrin mehr geben. Ihr werdet auch keine großen Würfelwürfe oder sonst irgendwas hier sehen, denn das läuft alles im Hintergrund ab. Und deswegen können wir euch da nicht mehr viel erzählen zwischendrin, weil wir sollen ja voll in die Geschichte abtauchen. Aber vorneweg haben wir uns gedacht, eine ganz, ganz kurze Einführung, was hier quasi im Hintergrund gleich passiert und wie das funktioniert, ganz kurz. Wenn ihr ausführliche Informationen dazu haben wollt, findet ihr, wenn ihr das später auf YouTube schaut, auch die entsprechende Verlinkung zum System unten in der Videobeschreibung. Und außerdem verlinke ich euch auch noch eine Audiodatei, die hat der Marot aufgenommen, wo er nochmal in sehr angenehmer, ruhiger Stimme ganz gemächlich für euch nochmal erklärt, wie das System funktioniert. Der hat das gestern mit uns schon hervorragend gemacht. Und ja, jetzt aber kriegt ihr die Kurzfassung. Und bitte, ich übergebe an Marot. Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank dafür erstmal. Und was ich heute machen will, ist ungefähr so in 2 bis 2,5 Stunden eine immersive, filmartige Rollenspielgeschichte zusammen mit diesen wunderbaren Spielern und Spielerinnen hier erzählen. Und wie das funktioniert, ist letztlich einfach über die klassischen Mittel des Rollenspiels, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir versuchen, so immersiv wie möglich zu spielen. Und das gelingt uns dadurch, dass wir die Regeln, die es durchaus gibt, also es gibt ganz eindeutige Regeln, die man auch benutzen kann, die sind recht erzählspiellastig, aber es sind klare Regeln, es wird auch gewürfelt und alles. Nur tue ich das. Also soll heißen,
die Spieler haben Werte und Spielerinnen haben Werte und können gewisse Sachen besser, gewisse Sachen weniger gut. Aber wenn sie etwas tun, beschreiben sie das nur. Das heißt, sie sagen zum Beispiel, ja, ich versuche den Baum hochzuklettern. Und dann würfel ich im Hintergrund, das werden wir heute auch nicht zeigen, das könnte man theoretisch auch mal machen, aber das stört auch die Immersion letztlich. Und deswegen machen wir das heute nicht. Ich würfel im Hintergrund, ich habe ein Roll20 offen, wo ich so Makros habe, da drücke ich drauf. So, und aber die Spielerinnen können das Ganze insofern beeinflussen, dass sie sogenannte Kommandos zur Verfügung haben. Da gibt es drei zentrale Kommandos. Ich konzentriere mich, ich strenge mich an, ich gebe alles. Also darauf könnt ihr heute so ein bisschen hören, wann immer jemand das sagt, ich konzentriere mich oder eben eins der anderen zwei, ich strenge mich an, ich gebe alles, dann weiß ich, dass ich Zusatzwürfel verwende. Die Spielerinnen haben verschiedene Tokens, Drama-Tokens, die sie dafür dann ausgeben können. Jedes Kommando hat einen verschiedenen Kostenwert quasi, also ich konzentriere mich kostet 1, ich strenge mich an 2, ich gebe alles 3. So, das ist die Grundidee und so ist das natürlich ein bisschen limitiert, die kriegen die Punkte aber auch wieder zurück. Das, ich weiß nicht, ob Koali hier meinen Blankets.io zeigt oder nicht, weil ich mir die Aufnahme gerade nicht anschaue, aber sollte er das tun, seht ihr hier... Nee, ich zeige gerade nichts. Also erklär es einfach, ja. Dann erkläre ich es einfach. So, also die Charakter haben verschiedene Fähigkeiten und je nachdem, ob sie die haben oder nicht, kriegen sie dann schon mal automatisch Zusatzwürfel und sie können noch diese Kommandos sprechen. Weil das jetzt eine Einsteigerrunde ist, werde ich öfter zwischendurch mal sagen, willst du mir ein Kommando geben oder willst du mir nicht irgendwie, meinst du nicht, da könntest du irgendwie ja, was sagen? Also meinst du, wenn ich fragen, willst du mir ein Kommando geben? Normalerweise in einer richtig ganz, also Leute, wo mit Leuten, die das schon öfter gespielt haben, sage ich gar nichts und die müssen das selber verwalten. Ja, das ist die Grundidee und ich bin gespannt, wie das heute funktioniert. Ja, jetzt ich würde ganz kurz noch ergänzen, falls ihr nachher zwischendurch irgendwie Fragen haben solltet zu dem Ganzen hier. Haut sie ruhig in den Chat. Ich habe ein kleines Auge da drauf und falls ich gerade nicht dabei bin und es mich nicht total rausreißt, versuche ich ein bisschen was zu beantworten. Also falls ihr überhaupt nicht warten könnt, ich habe euch auch gerade in den Chat nochmal reingehauen, den Link direkt schon zum System, da könnt ihr zwischendurch auch ein bisschen stöbern. Gibt es eine Anzeige, wer wie viele Punkte noch hat? Ja, die krabben wir als Spieler haben so eine Anzeige. Ihr müsst jetzt damit leben, dass es keine Anzeigen gibt, weil es hat auch irgendwie ein bisschen mit der Immersion zu tun, weil ich spiele ja und wenn ich hier die Anzeigen, die Tokens immer für euch auch noch sichtbar machen müsste, dann müsste ich die hin und her schieben und so und das würde mich irgendwie ein bisschen rausbringen. Aber wir haben halt eine Anzeige, wie viele Token wir haben, ja, und ja, wir vertrauen alle dem Marot, dass er das irgendwie auch gut haushaltet. Vielleicht erklärst du noch ganz kurz, dass es auch Token gibt, die uns beeinflussen im Negativen? Ja, also man kann sich natürlich auch verwunden, verletzen oder irgendwie beeinträchtigt sein. Deswegen heißen die andere Art Token heißt Beeinträchtigungstoken. Und das ist so, wenn man 4 Stück von denen bekommt, also man hat am Anfang 4 Drama-Token. Und wenn man auch 4 Beeinträchtigungstoken bekommt, dann ist man außer Gefecht. Außer Gefecht kann heißen, dass man entweder gestorben ist, dass man irgendwie bewusstlos ist oder dass man halt einfach nicht mehr handeln kann aus irgendeinem Grund. Das ist abhängig davon, was passiert ist. Also wenn jemand vom Hochhaus fällt, wird er wahrscheinlich tot sein. Wenn jemand irgendwie einfach nur mehrere Wunden hat, die dann am Ende eben dazu führen, dass er 4 Tokens hat, dann ist er halt irgendwie außer Gefecht gesetzt, nicht mehr handlungsfähig. Das ist storyabhängig und das sehen wir dann einfach. Ja, für euch jetzt nicht ganz so relevant, aber ich sage es trotzdem. Wenn man jetzt 2, 3 dieser Tokens hat, dieser Beeinträchtigungstokens. Und es werden ja immer im Spiel immer wieder diese Drama-Token aufgefüllt. Und wenn man die dann quasi, also immer auf 4 wird aufgefüllt. Das heißt, man hat 2 Beeinträchtigungstoken, dann würde wieder aufgefüllt werden. Dann kriegt man aber nur 2 Drama-Token. Das heißt, je verwundeter die Spielerinnen sind, umso weniger können sie Kommandos nutzen.
Also das will so ein bisschen zeigen und ausdrücken, dass je verwundert man so ist, umso weniger kann man auch machen. Ja, das war's. Genau, und das Ganze ist auch ein Universalsystem, das heißt, man kann es mit allen möglichen Welten bespielen. Der Marot hat auch gerade einen Podcast laufen, in dem er das ganze System in Aventurien verortet und spielt damit die sieben gezeichneten Kampagne mit ein paar Spielern. Da sind die ersten beiden Folgen von dem ersten Abenteuer auch schon draußen, den kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt gerade den Link nicht parat, aber den haue ich später auch noch mal in die Beschreibung unten drunter, falls euch sowas interessiert. Das kann ich nur mal kurz sagen, das ist einfach rollenhörspiel.de, ist relativ leicht. Einfach mit Ö oder OE, da findet man dann alles. Ja, genau. Dafür habe ich Sinne mal letztlich entwickelt, um schnell diese Rollenhörspiele, wie ich sie nenne, entwickeln zu können und nicht mehr ganz so viel schneiden zu müssen und halt in der Immersion bleiben zu können. Aber ich benutze es auch außerhalb von Aufnahmen sehr gerne. Genau. Der heutige One-Shot wird ein bisschen nicht Fantasy-lastig im Sinne von D&D oder DSA oder so, sondern wir haben uns für eine Urban-Fantasy-Welt entschieden, also für eine Welt, die einen mythologischen Hintergrund hat. Es geht eher so, wenn ich das richtig verstanden habe, aus den Erzählungen von Marot, eher so ein bisschen in die Cthulhuide Richtung, aber wir wissen noch nicht genau, was mit uns passieren wird. Also erwartet jetzt hier auch keine Vampire, die wir hier spielen oder so, oder irgendwelche Magier oder sowas, sondern wir sind eigentlich nur ganz normale Menschen. Und was es genau mit unseren Charakteren auf sich hat, das können wir ja gleich ein bisschen im Spiel euch näher bringen. Nur damit ihr grob wisst, wir spielen in einer Welt, die unserer sehr, sehr ähnlich ist, und aber einen mythologischen Unterbau besitzt, mit dem wir heute konfrontiert werden wollen. Und außerdem hat der Marot uns schon verraten, dass er ein moralisches Dilemma oder eine Entscheidung herbeiführen möchte, um die es heute geht. Und mal schauen, ob wir bis dahin kommen oder ob wir uns einfach nur beim gegenseitigen Kennenlernen verhaken in den 2,5 Stunden. Gut, genug der Vorrede. Wir wollen, sitzen alle auf heißen Kohlen und wollen anfangen. Deswegen, ich denke, ein Intro machst du bestimmt, Marot. Deswegen einfach noch mal Kamera auf dich. Okay, ich sage noch ein, zwei Sachen zur Grundsituation. Also er hat es ja schon angedeutet, wir spielen in einer modernen Welt. Es ist alles in dieser Welt wie bei uns und die Spielerinnen sind auch alle auf dem Weltstand, wie wir es jetzt wären. Also die wissen nichts von irgendwelchen mythologischen Figuren oder irgendwelchen mystischen Dingen. Sie sind ganz normale Leute. Mit dem einen Unterschied, es gibt kein Corona in dieser Welt. Corona gibt es halt einfach nicht, weil das können wir nicht brauchen heute für diese Geschichte. Ansonsten ist alles genauso wie auch bei uns. Und wir spielen, unsere Geschichte spielt im Mittelmeer. Unsere Spielerinnen haben sich entschieden, eine Gruppe von Freunden zu spielen, die früher in einer WG zusammen war und auch zusammen eine Band hatte. Das war so zu den Studienzeiten. Sie sind jetzt etwa so 10 Jahre älter, alle so zwischen 30 bis 35. Sie haben sich teilweise eine Weile nicht gesehen und machen jetzt das, was sie früher gerne zusammen gemacht haben, nämlich sie waren zusammen segeln. Und ich weiß nicht, wie ihr es wollt. Wir können es so machen, dass ihr kurz in zwei Sätzen jeder kurz seine Figur vorstellt oder wir machen es in-game. Das überlasse ich jetzt euch. Ich sage gern ein, zwei Sachen. Dann haben wir am Ende mehr immersives Spielen. Also mein Name ist Alexander Faust und ich habe nicht gern gesegelt. Warum, das können wir später noch erfahren. Aber gleichzeitig war ich, bevor ich die Band auch verlassen habe, der Kopf der Band. Es spricht für mein vielleicht doch niedriges Selbstvertrauen, dass ich mir was darauf einbilde. Als Sänger habe natürlich auch eine Gitarre nebenbei hergespielt und dann auch die Texte geschrieben. Aber für manche vielleicht unerfindlichen Gründen habe ich die Band dann verlassen und wurde jetzt aber wieder eingeladen und habe mich dann dazu entschlossen, auch mitzukommen auf diesen Segeltrip. Zum Guten oder zum Schlechten, das wird sich noch zeigen. Ja, vielleicht gehen wir gegen den Uhrzeigersinn diesmal vor, dann bin ich nämlich als nächstes dran, danach der Pixel und als letztes Elanor.
Ja, ich spiele heute Jan Kluge. Oder ich bin heute Jan Kluge. Ich bin Gitarrist und Initiator unserer gemeinsamen Studi-Band oder so, wie man auch immer man es nennen darf. Ich habe irgendwie, wir haben uns noch nicht hundertprozentig darauf geeinigt, glaube ich, wie unsere Band hieß. Ich glaube, ich nenne sie jetzt einfach mal und definiere sie jetzt als Slack, weil das der Hashtag ist vom Spielleiter-Austausch-Challenge vom Nordpol. Deswegen heißt die Band Slack. Und ich bin so ein bisschen, Zeit meines Lebens, also ich studiere immer noch, ich bin inzwischen Mitte 30, fast gehe streng auf die 40 zu und studiere immer noch, weil, warum soll ich was anderes machen? Meine Eltern sind nämlich vermögend und bezahlen mir alles Mögliche. Unter anderem auch jede Menge Geld für, also sind so vermögend, dass sie sich ein Segelboot leisten können. Das heißt, das Boot, auf dem wir uns im Mittelmeer gerade segelnd befinden, das gehört meinen Eltern und ich kann damit auch umgehen. Das heißt, ich kann segeln und tue das regelmäßig. Und früher haben wir als Band auch immer so jährlich auch immer so einen Segelturn gemacht. Der Alexander, der wollte irgendwie nie mitkommen, so, aber hatte mir irgendeine Ausrede gehabt. Aber dieses Mal ist er aus irgendeinem merkwürdigen Grund hier. Und ich bin so ein bisschen chaot. Ich fange sehr viel an, führe nichts wirklich zu Ende. Dafür gelingt mir aber auch ziemlich viel von dem, was ich anfange. Aber ich verliere dann sehr schnell Interesse an allen möglichen Sachen. Also das Einzige, wo ich halt öfters mal schön dabei bleibe, ist das Segeln und die Musik. Aber sonst packt mich irgendwie nichts wirklich und ich muss immer irgendwie was anderes anfangen. Ja, hallo, ich spiele heute den Ralf Feierabend und ich bin der Schlagzeuger, der ehemalige Schlagzeuger unserer gemeinsamen Band und habe jetzt über die Jahre, vielleicht nicht ganz so viel studiert wie die anderen und vielleicht noch nicht mal wirklich das Studium beendet, vielleicht habe ich es dann doch eher abgebrochen und habe letztendlich aber regen Kontakt gepflegt zu meinen ehemaligen Bandkollegen, zumindest zur Susanne. Darüber kann sie dann doch berichten, aber zusammengearbeitet haben wir hier und da. Und davon abgesehen auch mit dem Jan noch zwei, drei kleine Projekte hier und da gemacht, denn ich bin sehr auf ihn angewiesen. Warum? Ich versuche mich so ein bisschen als multimedialen Tagelöhner, könnte man sagen. Ich schieße Fotos auf Hochzeiten, ich filme kleine Image-Videos, ich tue, was auch immer Geld bringt und irgendwie mit Kameras und Musik zu tun hat. Und am Ende bin ich im Alltag aber doch recht geplagt, weil ich ziemlich einen Hang zur Hypochondrie habe. Ich habe dementsprechend sehr gute Medizinkenntnisse, meine ich. Wahrscheinlich dann doch eher medizinisches Halbwissen, weil man schlägt natürlich nach, was man täglich so hat. Und davon abgesehen liebe ich das Meer, ich tauche gerne und bin ansonsten recht nerdwissig unterwegs. Davon abgesehen, bin ich vielleicht ein wenig anstrengend an Bord, denn das ist für mich eine große Gelegenheit, zwei, drei kleine Projekte schon wieder vorbereiten zu können, die ich dann in der Hinterhand habe. Das heißt also, die Not spielt mit und unter Umständen, hoffe ich, werde ich dann den anderen dann doch nicht zu lästig mit der ständigen Dokumentation. So. Ja, ich spiele Susanne Brauer, die ihr Studium tatsächlich abgeschlossen hat. Ich habe Architektur studiert und auch mein eigenes Architekturbüro in der Stadt, Natural Statics, wo ich grüne Projekte mache, also Häuser mit sehr viel Grün, das, was jetzt so modern ist, was im Kommen ist, eben sowas. Der Ralf hat es schon angesprochen, er ist so ein bisschen Teilzeit-Tagelöhner. Da habe ich ihn natürlich auch, weil ich ihn kenne, immer mal wieder engagiert, um Fotos zu schießen. Und darüber sind wir in Kontakt geblieben. Genau. Sonst habe ich noch Familie, Mann und Sohn. Und ja, noch ein paar Hobbys, was man so hat als erfolgreiche Architektin.
Gut. Dann haben wir alle oder haben wir wen vergessen noch? Ich glaube, das war's. Gut. Dann brauchen wir eigentlich keine weitere Erklärung und wir können anfangen. Bei mir ist das allerdings so. Wenn ich jetzt sage, wir fangen an, dann fangen wir noch nicht an. Sondern ich brauche dann so eine halbe Minute. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger, weil ich jetzt so abgelenkt bin, wo ich so ein bisschen in mich reingehe. Normalerweise ist das nicht auf Kamera. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass man das sieht. weil ich eher die Augen geschlossen hatte, das wäre gut, wenn ich da dann keine Geräusche höre. Und dann beginne ich eine kurze Intro-Beschreibung von was wir gerade alle sehen und erleben. Und dann könnt ihr anfangen zu spielen. Ich werde das, es wird deutlich werden, wann ihr anfangen könnt zu spielen, aber solltet ihr nicht reagieren, dann werde ich das nochmal anzeigen. Also kein Problem. Sind dann alle soweit? Perfekt. Dann fangen wir jetzt an. Da ist ein Boot, ein schickes Segelboot. Es schippert durch ein blaues, glitzerndes Meer. Da ist keine Wolke am Himmel. Die Sonne strahlt freundlich auf die Szenerie. Ein weißes Segel, vom Wind gebläht. Der stolze Bug schneidet durch die Wellen. Hier und da meint man, Fische aus dem Wasser herausspringen zu sehen. Vielleicht ist es auch Einbildung. In jedem Fall spiegelt und glitzert alles. Es ist ein schöner Tag, ein wirklich schöner Tag. Dort auf diesem Boot, dort sind Gestalten. Da steht einer und lenkt am Lenkrad, am Steuerrad, schaut in die Ferne. Da ist eine Frau. Sie ist über den Bug gebeugt und schaut ebenfalls, sie wirkt entspannt, sonnengebräunt. Da ist noch ein anderer, der sitzt auf einem Stuhl, trommelt ganz vergessen auf dem Tisch herum. Ein vierter, der hier sein müsste, ist hier oben nirgends zu sehen. Warum nicht? Wo ist Alexander Faust? Alexander, wo bist du? Was machst du gerade? Vielleicht hätte ich nicht so lange aufbleiben sollen letzte Nacht. Gott, mir ist ein bisschen schwindelig. Der Wellengang, ich weiß, weswegen ich die letzten Male nicht mitgekommen bin. Himmel, die dunklen Augenränder verstecke ich am besten. Genauso wie die Narben in meinen Augen der vergangenen Oh, das muss ich aufschreiben, das ist gut. Irgendwie muss mir doch der Durchbruch gelingen. Und dann, ich will ja nicht der Außenseiter werden. Ich war doch damals so angesehen, sollte ich
unter die Leute. Und ich brauche was zu essen, Himmel. Meine Güte. Ich glaube, ich höre den Steuermann da draußen rufen. Dann öffne ich mal meine Kajütentür. Ralf! Ralf! Pass mit der Drohne auf, verdammt! Nicht, dass die im Mast landet! Nee, nur kein Stress. Alles gut, ich pass da auf. Wo ist eigentlich Alex? Ich geh mal gucken. Und damit verschwinde ich so zur Türe, schieb den Kopf rein, geh drei und Stufen runter. Rennst in Alex hinein. Wow, hi! Meine Güte, du kommst wirklich mehrmals scheinbar am Tag abrupt in mein Leben, nicht wahr? Und ihr habt mich vermisst? Klar, also ich hab jedes Buch von dir gelesen. Aber lass das nicht besser, nicht die anderen wissen. Jetzt weiß ich, wer sie alle gekauft hat. Nicht das alle, ich habe von jedem eins gekauft. Meine ich doch. Naja. Ja, komm schon, du musst das sehen, da springen Delfine am Bug. Delfine? Ja. Wie sagt man doch so schön, der Götterboten? Ich habe gehört, dass man aufgrund ihres Kommunikationssystems diese Ultraschallwellen oder was auch immer das ist, man die Vibration in der Haut fühlen kann. Ist das wahr? Boah, musst du Ralf fragen. Der taucht ja so ganz ohne Atemgerät und so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also komm schon, ich pack dich so am Arm und zieh dich. Ja, na gut. Naja, schon gut, warte. Oh, die Sonne blendet, ja, wirklich Himmel. Und was meinst du so? Gestern Abend zu Tisch war die Stimmung, ich fand nicht, dass es an mir lag, aber es war angespannt, kann das sein? Ja, ich meine, seit Jahren sitzen wir mal wieder zusammen, haben kaum was voneinander gehört. Du warst in den Tiefen deines Geistes verschwunden. Schön Jan, gesagt, das muss ich mir nochmal aufschreiben. Und Ralf ist der Einzige, zu dem ich regelmäßig Kontakt hatte. Er hat ein paar gute Bilder von meinen Entwürfen und meinen Gebäuden gemacht. Hey, ich habe ihn gefunden. Der wird Zeit, dass der arme Bursche auch mal ein bisschen Bräune kriegt, meint ihr nicht? Prima, hat er Bier mitgebracht? Oh. Nee, das hat er vergessen. Ich gehe gerade. Natürlich hat er das vergessen, klar. Hättest du eine Liste aufgehängt mit den... Naja, gut. Wie ich damals glaub, ich immer erkenne uns dich langsam ohne Liste wieder. Ging so gar nichts. Ja auch damals. Junger Mann, wenn du schon das Tageslicht erblickst, wie wär's denn, wenn du dich mal ganz kurz hier vorn hinstellst? Also hier, schau mal, direkt neben dem Masten, das wäre gerade ganz schön. Könntest du das mal ganz kurz machen, nur für ein Foto? Ich brauche nur von hinten. Es ist in Ordnung. Hinten. Ach so, na gut. Er will seinen Hintern fotografieren. Naja, also jetzt übertreibt man nicht gleich der Komplimente hier. So, jetzt, Moment. Okay, kannst du den linken Arm an den Mast vielleicht? Okay, wunderbar, gut, alles klar. Und ich mache so meine Fotos. Alexander, während du da so stehst an dem Mast und stillhalten musst, da schaust du dich um. Und gestern Abend ist es dir nicht so aufgefallen, da war es dunkel. Und ihr seid auch relativ bald an Anker gegangen, aber jetzt fahrt ihr doch schon mit gehöriger Geschwindigkeit über ein endloses Blau. Der Himmel ist blau, die Wellen sind blau und da ist Land nirgendwo zu sehen. Du bist im Zentrum des Meeres, so fühlt es sich an. Wenn ihr jetzt kentert. Du wolltest Bier, ja? Ich verschwind doch lieber nochmal, ja? Ich warte nochmal kurz, Jan. Bitte, oh Gott. Und du rennst in mich rein, ich so komme, hey, was willst du denn? Ich hab das Bier. Ja, wunderbar. Das ganze jetzt. Sixpack an ihn und bis später. Ich hab vier Flaschen. Was? Aber ich meine, ich war, also dann die Pfoten. Okay, dann dann nicht. Ja, und sein... Übrigens, da unten ist das Wasser auch näher, ne?
Also jetzt mal im Ernst, machen wir uns doch nichts vor. Ich hab's gesehen. Der hat doch irgendwie, also er wirkt so voller Panik. Ich glaube, der hat ein Problem mit Wasser. Also jetzt ohne Witz. Sobald er rausgeht, sobald er aufs Wasser guckt, fängt er an, ein bisschen zu wackeln, zu zittern, ne? Ja. Und will sich da am besten unten in seinem Käfig einschließen den ganzen Tag. Ja. Erinnerung. Wir spielen eine kurze Szene. Da sind Ralf und Alexander, nein, da sind Jan und Alexander noch deutlich jünger. Und Jan will zum ersten Mal eine Tradition begründen, deinen Segelturn machen. Alexander will nicht mit. Was passiert dort in dieser Szene? Wie, du kommst nicht mit? Was soll das denn? Nein. Du hast doch die drei anderen. Das muss doch reichen. Das ist die Gelegenheit. Ja, ist die Gelegenheit, für dich jetzt mal. Wir nennen es kreative Pause. Einfach mitten raus ins Nichts auf das Meer und dann lassen wir der Kreativität freien Lauf. Wir werden einen Hit nach dem anderen schreiben, ich sag's dir. Die Sonnenuntergänge auf dem Meer sind grandios. Also, ich habe das Gefühl, Alex, das ist nur irgendein Aus. Also, wer macht hier die Arbeit, bitte? Ja? Susi, ja, wir Jan, alle, wir sind eine Band, Alfred, Mann. Du sprichst hier vom Songschreiben. Wann hast du das letzte Mal getan? Du schreibst irgendein Riff, ich schreibe dir am besten nochmal D und A und B dahinter und dann, was tust du schon? Ich meine... Was soll das denn heißen? Tut mir leid, vielleicht gehe ich hier auch ein bisschen zu weit, aber ich, wirklich, ich habe das Gefühl, ihr wollt mich auch nur dabei haben, um produktiv zu sein, während ihr euch die Eier schaukeln könnt. Ich kann es nicht anders sagen. Entschuldigung. Bitte was? Wie sagt man, beim Tee trinken kommen die besten Ideen, aber immer auf dem Meer auch. Ich mein, so sanft da liegen, wenn man das Plätschern hört, das ist herrlich. Danke, einfach sich mal treiben lassen, einfach nichts, keinen Lärm und vor allem die Sterne sehen, die Sterne. Das ist atemberaubend. Die Sterne, die sich im Wasser spiegeln, ja. Stell dich nicht so an. Nein, du schaust nicht aufs Wasser, die Sterne, da sind die total verzerrt. Du musst auf den Rücken, aufs Deck legen und in den Himmel schauen. Ach, weißt du, lass ihn einfach, wenn er nicht dabei sein will. Vielleicht nehmen wir diesen, den Großen mit den breiten Schultern, den du so toll findest, Susanne. Vielleicht nehmen wir den mit. Tut das doch. Ja, das ist nicht schlecht. Der kann genauso gut eine Gitarre halten. Mikrofon. Ja, halten kann er die schon, ja. Ich glaube. Ja, wenn euch das genügt, es ist doch alles in Ordnung. Ich hab nur gesagt, ich mache gern mit euch hier weiter im Raum, aber ich meine, vielleicht, ihr wisst, ich habe als das erste Mal, als ihr mich gefragt habt, anders reagiert. Aber das ist jetzt schon das dritte Mal. Und ich habe einfach das Gefühl, wie auch in der WG selbst, dass ihr beschränkt so. Warum kann nicht jeder mal dem anderen den Freiraum lassen? Was ist denn daran zu beschränken, wenn man einen mitnehmen möchte? Das ist doch, sonst, wenn wir dich nicht fragen würden, wärst du auch beleidigt. Also bisher habe ich immer das sehr gerne Mal, Zeit es mit ist, uns es, es ging hin und her, das, so geht es über Wochen. Wirklich, lasst es sein. Wir sehen uns in 2 Wochen. Dann sehen wir uns in 2 Wochen. Unnötig, aber nun gut. Schade. War ein Versuch. Nee. So sind viele Segelturns ohne Alexander haben ohne Alexander stattgefunden. Mehrere Jahre, eine lange Tradition von wunderschönen Segelturns mit verschiedenen Leuten, immer mit der Band. Dann war da mal ein Freund, dort eine Freundin dabei, aber niemals Alexander. Bis auf jetzt, 10 Jahre später, wo er da mit wackeligen Beinen in der Tür steht und eine mit blasser Nase die anderen anschaut. Ihr seid zum ersten Mal vereint im Mittelmeer. Jo. Ich stelle dann mein gereichtes Ralfenbier hier, klonk, geh rüber zum Danke. Zu Jan, stell dem Bier ab. Ja, stell das eine Bier an die Seite irgendwo in den Flaschenständer vom Stuhl und mach mir auch meins auf, so plöpp.
Na dann, Prost. Auf die Band. Auf die Band. Auf die Band. Prost. Ja, ich habe nicht den Originalbass dabei, da ist Autogramm drauf, der ist mir dann zu schade hier auf dem Meer. Aber ja, ich habe meinen zweitbesten Bass dabei. Ist gar kein Problem. Ich habe auch dabei, was ich brauche. Ja, aber pass auf, wo du die Dellen diesmal reinschlägst. Du weißt, wie Jans Vater letztes Mal reagiert hat. Ja, so unter uns, die Kohle dafür hätte er aber. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Oder hast du dein Elektro-Drums dabei? Ja, die vertragen sich nicht ganz so mit dem Wasser. Und so viel gibt's noch keine Wasser? Es gibt noch keine wasserfesten Elektro-Drums. Ja, nee. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe leider das Falsche studiert, aber könnte man ja entwickeln lassen. Ich glaube, wenn wir nachher irgendwie an einem schönen Plätzchen angekommen sind, irgendwo, wo es sich lohnt, dann ankern wir da und dann können wir mal eine Runde, eine Jam-Session machen. Oh, gerne. Sag mal, Jan, ist das deine? Das Mute, Koali. Ja, wieso? Da würde ich sagen, nehmen wir dir dann mit raus. Ja, klar. Okay, cool. Ja, und Alex, singst du noch mit uns oder schmollst du noch? Derweil, ich habe vielleicht einen gewissen schrägen Blick durch eins der Bullaugen nach draußen und sehe hin und wieder mal einen Ellenbogen oder ein Bein und das Schaukeln der Wolken, da ich das Wasser zum Glück nicht sehe. Ach, jetzt reiß dich zusammen. Gott, seit Jahren führst du dich auf wie fühlst du dich denn auf? Nicht wie ein Mann. Die anderen denken, sie wohl über mich reden. Aber es kann ja nicht nur Schlechtes sein, schließlich hat Susi doch. Und nachdem, wie es damals ausgegangen ist, na gut, gut. Also, dann Sonnencreme und hoffentlich reicht die Sonnenschutzfaktor 60. Na, alles klar. Hey, Leute! Hey, Faust! Hey, Faust, dein Bier ist im Stuhl. Und ich habe mich gerade an was erinnert. Wenn du auf den Horizont guckst, ist es gar nicht so schlimm. Also schön den Blick in die Ferne richten und alles ist besser. Gut. Also setz dich in den Stuhl und genieß die Aussicht. Weißt du, was das Beste ist am Meer? Es gibt immer mehr davon. Nein, der Horizont ist überall gut sichtbar. Ja. Wo sind wir eigentlich gerade? Ja, guck mal hier aufs System. Da kannst du ablesen. Genau die Daten. Ja, also weißt du auch nicht, wo wir uns befinden, oder mach mich nicht nervös, bitte. Bitte, Jan, nicht so wie damals. Ich weiß es vor allem nicht, wo wir uns befinden. Wir haben uns verirrt. Oh nein! Wir werden alle sterben. Zeig mal die Karte. Ralf, jetzt hör auf damit. Ich mag das nicht. Komm schon, jetzt entspann dich mal. Ich glaube, gib Susi mal die physische Karte. Sie kennt sich damit am besten aus. Ja. Ja, Karten sind sehr interessant. Mehr, mehr, mehr. Noch mehr, mehr. Ja. Gut, Susi, dann würde ich mir die Karte einfach mal angucken und gucken, wo wir sind. Ja, gestartet seid ihr in Griechenland von einem Hafen aus und seid jetzt irgendwo zwischen Griechenland und der Türkei. Dort hinten im Süden müssten ein paar Inseln sein, man kann sie aber nicht genau erkennen. Mhm. Ja, so schippert ihr herum. Eine Weile seid ihr unterwegs. Und das Wetter, das bleibt gut, aber dort im Osten, da braut sich doch durchaus was zusammen. Da ist eine große Wolkenfront. Ob sie zu euch kommt, ist schwer zu sagen. Am ehesten kann Jan das vielleicht einschätzen.
Aber diese Wolkenfront, sie ist so schnell gekommen, dass er so gar nicht weiß, in welche Richtung die geht. Vielleicht zu euch, vielleicht weg. Im Moment glaubst du, dass sie eher weg von euch sich bewegen wird. Ach ja, Wolken kommen und gehen, nicht wahr? Du weißt, hier irgendwo in der Nähe müsste es sogar eine ganz kleine Insel geben, wo man vielleicht in der Nähe ankern könnte. Das ist ein ganz netter Spot, wo man so ein bisschen entspannen könnte. Guck mal, Susi, hier da, dieser Minipunkt da. Ja, schaut gut aus. Waren wir da nicht auch schon mal damals so auf dem zweiten, ja, ja, dritten Turn? Ich glaube beim zweiten, ja. Ja, da hast du es frisch mit deinem Vater im Spätsommer noch entdeckt, dieses Fleckchen Erde. Mhm. Ich glaube, damals ist Ralf doch das erste Mal wirklich getaucht. Also ja, ohne alles und so. Ja, stimmt, ja. Ja, wir haben uns fast schon Sorgen gemacht, wir sind ja hinterher gesprungen, aber er kam hoch und hatte so ein breites Grinsen im Gesicht, weil er, was er gesehen hatte, irgendeinen Fisch, den er... Eine Flunder oder so, keine Ahnung. Nein. Ich bin mir bis heute nicht sicher, auf jeden Fall ein schönes Fischchen tatsächlich, und Sorgen gemacht habe ich mir oder was auch, das könnt ihr mir glauben. Also, sollen wir da wieder hin? Kurze Erinnerung. Ja, ich könnte Fotos machen. Ralf, kurze Erinnerung. Du bist hineingesprungen ins Wasser. Wann war das? Vor 5, 6 Jahren? Tief ins Wasser hinein. Hier, da ist diese schöne Insel gewesen. Da kann man bestimmt einen Riff finden. Runter in die Tiefe. Ja, tatsächlich. Eine Korallenbank. Bunte Fische. Wunderschön. Bunte Farben. Das Licht von oben fällt in Wellen durch die Dunkelheit. Dort helle Schemen, ein Fischschwarm, silberne Fische schwimmt an dir vorbei, umtastet dich, umfasst dich. Eine Berührung, eine Bewegung, ein... Was ist das da? Hast du nicht Haar gesehen? Haar? Hier unten? Goldenes Haar. Wie kann das sein? Ich denke bei mir, schaue mich um und versuche durch das Objektiv meiner Kamera zu schauen und eventuell doch einen Schnappschuss dessen zu machen, was es ist, weil mir die Luft ausgeht. Und was ist das? Eine Flosse? Ich drücke ab, es blitzt und ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ich drehe mich weiter und schaue mich um. Es ist weg. Es ist fort. Der Fischschwarm gleitet über die Korallen. Du musst nach oben. Du kriegst keine Luft mehr. Ich merke, wie die Lungen anfangen zu brennen. Und mit jedem Flossenschlag nach oben merke ich, dass das Zwerchfell sich langsam zusammenzieht. Und kurz bevor ich dann doch Wasser einatme, erreiche ich die Oberfläche und habe ein mulmiges Gefühl im Bauch, weil ich einfach nicht weiß, was dort unter mir ist. Könnt ihr mir raushelfen? Klar, hier. Komm her, dann komme ich an den Heck vom Schiff und knie mich hin, dass ich dir den Arm dich dann rausziehe. Ich reiche die Kamera. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich gesehen habe, aber wir müssen gleich die Fotos angucken. Ich komme erstmal hoch. Ja, setz dich. Erinnerung zu Ende. Die Fotos damals waren so verschwommen. Man meint darauf, eine Flosse zu kennen, eine große Flosse, aber es könnte genauso gut ein Schlieren sein. Jetzt seid ihr wieder 10 Jahre später, das ist gesagt 6 Jahre später, auf diesem Schiff in Richtung dieser Insel. Ja gut, dann fahren wir da jetzt hin. Also wenn ihr alle dafür seid, zeigen wir Faust doch... den schönsten Plätzchen von Griechenland. Ja, schönste Plätzchen in der Ägäis. Mhm. Ja. Und dann hast du wieder Land in Sicht. Ja. Aber nicht vergessen, immer schön auf den Horizont schauen. Dann ist das Glas wieder schön halb leer. Je weniger davon, desto besser. Was ist eigentlich dein Bios noch zu?
Oh, ja, das ist mal auch sich lehren. Also. Prost. Auf eine gute Tour. Hey, wenn wir da vor Anker gehen und ein bisschen jammen, wie früher, vielleicht, weiß nicht, wenn es was Cooles wird. Ich habe Aufnahmezeug da. Also cool, unten. Super. Oh, geil, geil, geil. Ich könnte doch noch die Kamera dazu aufstellen. Du den Ton, ich die Kamera. Oh yeah. Boah, und mit der Insel im Hintergrund. Boah. Oh, sauber. Wenn das gut wird, dann ich hätte auch nichts dagegen. Ich könnte das auch veröffentlichen. Also ich nenne eure Namen, dann das ist kein Ding. Du hast seit noch nicht so lange hast du den YouTube-Kanal, ne? Hast du einfach jetzt meistens aufgemacht. Ja, ist jetzt mittlerweile der vierte, aber also waren halt verschiedene Konzepte ich habe halt ausprobiert, aber der, also wirklich, der läuft jetzt schon eigentlich doch, läuft ganz gut. Also. Ja. Ich habe vor kurzem ein tolles Zitat zum Thema Erfolg gehört, nämlich dachte ich davor immer, dass Erfolg wäre, wenn man sich Ziele setzt und diese erreicht. Aber warum könnte Erfolg nicht auch vom Wort folgen oder vom Erfolgen her geleitet werden? Und wem folgen wir? Wenn wir tanzen, dann folgen wir doch der Musik oder vielleicht auch einem anderen Rhythmus, wenn wir gehen, dem Rhythmus unseres Herzens. Was, wenn wir unserem Herzen selbst folgen und dementsprechend immer von Station zu Station in unserem Leben gehen und wirklich dem folgen, worauf wir gerade so richtig Lust haben? Und warum nicht dann von Buch zu Buch, von YouTube-Kanal zu YouTube-Kanal, von Konzept zu Konzept, im Jans Fall von Couch zu Couch, Divan zu Divan, hüpfen und hey, sich einrichten. Das klingt hundertprozentig nach meinem Lebensentwurf, also finde ich gut. Was machst du eigentlich gerade? Ach ja, dies und das. Ich habe da so ein, keine Ahnung, so ein Geschäft am Laufen. Ach. Ein Geschäft, ha? Geschäfte wie früher? Ja, irgendwie so ein bisschen, irgendwie, weiß ich nicht. Kennst du hier bunte Gitarrenseiten? Ist voll im Kommen. Ich habe nicht nur bunte, sondern die kann man auch noch essen. Wow, wie saure Schnüre oder was? Genau. Gitarrenseiten, die kommen mir nicht auf meine Bässe. Warum? Die sind hundertprozentig biologisch abbaubar. Bis jetzt habe ich noch keinen Geldgeber gefunden, aber das kommt noch. Zur Not schießt mein Vater was zu. Kennt man ja. Kennt man. Wir könnten das verbinden. Wir könnten dieses Lied aufnehmen und dann als Slogan für so einen Werbeclip nehmen. Oha, dann ist es ja kein Jam, wenn da irgendwas draus gemacht werden soll. Ah, mir fehlte noch ein Name für das Zeug. Jam Strings. Yes, nehme ich. Bei Jam vielleicht könnten und Jam, wir die ja mal Barking Cats nennen, anstelle von Slack. Ich mag keine Katzen. Barking Cats voll dabei, als es darum ging, die Band zu benennen. Ja, du magst keine Katzen. Du hast auch noch nie eine Katze Bellen gehört, insofern. Ich spare mir jetzt den Witz dazu. Hey, jetzt Witze sind gut. Schon immer geliebt. Nein, ich mache den aus Gründen nicht. Sensibel und so. Ja. Gut, und so, was unterhaltet ihr euch? Brauchen wir noch? Ihr seid noch unterwegs, während ihr so miteinander redet. Und die Insel ist noch nicht in Sicht. Was aber in Sicht ist, sind die Wolken. Große, gewaltige, schwarze Wolken, die von Osten nun doch näher gekommen sind. Jan hat sich getäuscht. Wie Krakenarme breiten sie sich am Himmel aus. Dunkel, bedrohlich. Ein Blitz habt ihr auch schon gesehen. Ich dachte, oder ist es kühler geworden? Ja, definitiv. Ralf, pass mal auf, irgendwie, dass das Segel irgendwie nicht. Okay, mach ich. Ach, shit, ich hätte echt 100 Euro wetten können, dass das auch noch vorbeizieht. Soll ich vielleicht mal die Drohne steigen lassen? Wir schauen nochmal von oben, ob da nicht. Ich glaube, wenn du die verlieren willst, die Drohne, bei dem Wind jetzt gerade. Der Wind frischt gerade auf, oder meint er? Ja. Guck doch mal auf das Segel, wenn du da jetzt in die Drohne reinfliegst. Ich meine, wir sehen ja deutlich genug, dass es immer näher kommt. Bitte, Jan,
Obwohl hey, das die richtige Richtung ist zu diesem Fleckland. Lass uns dem davonfahren, bitte. Denkst du kannst deinem Sturm davonfahren? Kannst du nicht. Der letzte, das wir hatten das vor ein paar Jahren auch mal versucht, aber knapp in die Bucht geschafft, aber wir waren schon patschnass. So funktioniert das nicht, Alex. Bin das erste Mal dabei. Damals noch wahnsinniges Glück, nicht doch gekentert zu sein. Ja. So zwei, drei Wellen haben es da doch schon über die Reling geschafft. Mhm. Wo sind die Kanonen, die man über Bord werfen kann, um ein bisschen Fahrtgeschwindigkeit aufzunehmen? Ja, versuch's bitte, Jan. Du kannst gerne dich ans Segel stellen und pusten, vielleicht hilft das. Jan, was machst du? Also wenn ihr Richtung Insel? Also ich würde versuchen, möglichst schnell in die Richtung dieses Atolls oder dieser Insel zu kommen. Halt irgendwie, man kann ja nicht viel, also man ist ja abhängig davon, wie die Windverhältnisse sind. Man kann den Außenbordmotor da ja nicht immer extra machen. Ich glaube, der macht weniger Fahrt als der Wind. Und einfach auf gerade Strecke möglichst schnell zu dem Atoll zu kommen, würde ich versuchen. Und so, der Wind ist euch erhold mit großer Geschwindigkeit gen Süden hinter euch und östlich von euch werden die Wolken dunkler, breiten sich aus, immer schwärzer, immer finsterer, immer gewaltiger ist hinter euch die Dunkelheit, greifbar, fassbar. Ihr riecht es förmlich, das Gewitter, ihr hört es auch. Faust, Ralf, ihr helft mir mit dem Segel. Jo, geht klar. Die See wird stürmiger. Die Wellen größer. Ich mach unter Deck mal alles fest. Wow, hey, Jan, mit den Wellen. Du weißt wie. Du wirst zu Boden gerissen, förmlich von einer kräftigen Welle, die gegen den Bug gescheppert ist. Oh. Dann auf allen Vieren eben. Krabbel auf allen Vieren weiter und gucke, dass alles fest ist. Bierflasche in den Kasten, Deckel drauf. Es ist nicht mehr weit. Wir können gleich den Anker werfen und hoffen, dass das Ding an uns vorüberzieht. Jan, deine Erfahrung. Du bist kein schlechter Segler. Aber das ist ein großer Sturm. Das siehst du. Das fühlst du. Möchtest du mir vielleicht ein Kommando geben für deinen Versuch, zur Insel zu kommen? Mute. Jan. Quali, du bist mute. Achso, Entschuldigung. Ich würde tatsächlich alles geben, um zu dieser Insel zu kommen. Und so strengst du dich an. Du gibst alles, um voranzukommen, die Winde richtig auszunützen an den Wellen. Das ist das Hauptproblem, vorbeizuschippern, nicht so sehr getroffen zu werden. Was dir gelingt, ist, schnell zu sein. Was dir nicht gelingt, ist, an den Wellen vorbeizukommen. Denn mehrfach ratterst du in eine gewaltige Welle, die immer größer werden, hinein. Das Schiff wird hin und her gerissen. Das Segel. Alexander, der sich vielleicht irgendwo fest hat, vielleicht schon unten ist, meint kurz noch gesehen zu haben, wie das Segel leicht gerissen ist. Er ist nicht ganz sicher. Und auch Ralf, vielleicht beim Helfen, hilfst du Jan oder bist du auch versteckt? Ich helfe ihm. Ja, Ralf, dann bist du sicher. Der Mast, der biegt sich immer stärker. Die Segel, sie halten nicht mehr lange. Jan hat auf Spannung gesetzt, um schnell zu sein, aber wie lange das noch gut geht, ist eine Frage. Wieder eine Welle, sie scheppert über das Deck, reißt dich fast von den Füßen. Wo kommt denn dieser verdammte Sturm her? Schnell, holt die Segel wieder ein. Das schaffen wir nicht sonst. Hast du eine Idee, ob wir es generell schaffen?
Scheißegal, hol die Segel ein. Bin ja dabei. Dann, Scheiße, Faust, Susi, helf dir, die müssen die Segel schnell reinholen. Ja, Susi kommt dann auch von unten und fängt an dem Ding zu kurbeln, um das Mast, um das Segel reinzuholen. Willst du mir ein Kommando geben? Ja, ich würde sagen, ich strecke mich dabei ziemlich an. Du kurbelst und kurbelst am Segel, du kannst es langsam einziehen. Nochmal eine Welle, eine Gisch gegen das Segel. Irgendwas ratscht aber. Du kurbelst und ja, das Segel ist eingeklappt. Werdet langsamer. Halleluja. Noch eine Welle. Boom. Ihr werdet nach vorne geschleudert. Jan, du hast so gesteuert, dass ihr trotzdem vorankommt durch die Wellen. Du könntest den Motor anlassen, aber hier in den Wellen ist das auch nicht ganz ungefährlich. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, möglichst die Wellen so auszunutzen, dass sie nicht irgendwie an die Seite schlagen, sondern dass wir uns der Welle quasi entgegenstellen können. Und versuche dann, wenn es ein bisschen abzupassen, irgendwie vielleicht irgendwie auch zu schauen, wie weit wir es noch haben. Und würde es dann tatsächlich riskieren, den Motor für eine kurze Zeit anzustellen. Also wenn mir da erstmal gucke ich, ob mir das gelingt mit den Wellen. Wenn nicht, dann hat das mit dem Motor keinen Sinn. Aber falls mir das gelingen sollte, dann würde ich den anstellen. Startest den Motor, ihr setzt nach vorne an einer Welle vorbei, die hinter euch zusammenbricht, ein Blitz in das Schiff hinein, vorne ins Bug. Wow, fuck. Vorne ist irgendwas abgesplittert, du steuerst weiter und da, vom Blitz abgelenkt, siehst du die gewaltige Welle nicht, die ratsch, gewaltige Gischt sich über euch ergießt und nun auch Susanne von den Beinen reißt, pitsche nass, schlittert sie über den Boden. Festhalten! Ja, ich habe mich ja auch schon angebunden und das Seil fängt mich auch so ein bisschen, dass ich mich an der Tür fangen kann. Kannst dich festhalten. Salzwasser im Mund, in den Augen. Das Gewitter, es wird größer über euch. Die schwarzen Wolken unter euch, das dunkle Meer, die gewaltigen Wellen, der Wind aus allen Seiten, so fühlt es an. Blaue, rote, grüne Blitze. Was ist das für ein Sturm? Was ist das für ein sonderbarer Sturm? Wo ist Alex? Es kommt aus allen Richtungen von... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich auch nicht. Das ist so... ich sehe nichts. Ei. Alex. Ich muss mich überwinden. Alles schaukelt so. Meine Albträume sind wahr geworden. Ich mache die Kajütentür auf. Und ich höre etwas. Und du hörst eine Melodie, nicht irgendeine Melodie, die Melodie, die von früher, die von damals, Erinnerung. Ein kleiner Junge ist losgelaufen in die Fluten hinein, die Eltern haben es nicht gesehen, etwas reißt ihn hinunter, etwas zieht ihn in die Tiefe, ins Meer hinein, Salzwasser, er schluckt es. Da unten. Ich trinke. Gewaltige Schatten, dort ein riesiges Ding, ein Wesen, eine Bewegung, Wellen, die dich treiben. Goldene Augen, Alex, eine Melodie, eine wunderschöne Melodie. Erinnerung zu Ende, du bist wieder hier in diesem fürchterlichen Sturm, bist hin und her gerissen in der Kajüte und hörst das Lied, das alte Lied von damals. Ich höre auch Susi. Und beides kämpft. Ich komme wieder mehr ins Jetzt zurück. Aber es ist noch immer da. Es ist nicht nur in meinem Hinterkopf. Susi! Und ich flüchte mich in mein eigenes Rufen und nach draußen und sehe ihren Körper auf dem Boden, der sich gerade versucht aufzurappeln. Pitsche nass ist sie, das Haar nass.
Angst in den Augen, du um dich herum, die Gisch, der Regen, der Wind, alles peitscht um dich, alles beißt dich an, alles greift nach dir, als wollte das Meer dich holen. Endlich das tun, was es damals versäumt hat. Alex, halt dich fest. Festhalten! Susi, und ich halte mich an deiner Hüfte fest und ziehe mich irgendwie so ran und dann nehme ich einen Teil deines Seils. Und der Jan Kluge bekommt davon gar nichts mit, weil nur weil jemand dem anderen an die Hüfte fest, hat das doch überhaupt nichts Sexuelles. So, meine Güte. Hey, was dir übrigens jetzt auf, was den anderen wahrscheinlich auch aufgefallen sein wird, ist, dass sie, allen voran Ralf, sie hat wieder eine violette Strähne, die sie damals auch während der Bandzeit hatte. So ein, das hatte sie zwischenzeitlich vielleicht nicht, wenn jetzt Ralf sie mal gesehen hat. Ja, aber sie sieht da, Boah, was ist das? Neue Welle von links! Oh, fuck! Also die Tür, kacke, die Tür ist auf. Jan, mach die Tür zu! Ein Windstoß, wieder wird nun Ralf zur Seite geschleudert, rutscht ein bisschen. Ralf, was tust du? Du rutscht in Richtung Reling. Ich konzentriere mich darauf, möglichst sicheren Halt an der Reling zu finden, noch bevor ich drunter durchrutsche. Du greifst, rutscht an die Reling, fällst dich an der Säule fest, rutscht, kannst dich aber noch halten, du hängst da jetzt. Du fällst nicht runter, aber du hängst. Es ist noch immer bedrohlich und da kommt wieder eine Welle. Die anderen, sie sehen's. Jetzt linke Seite oder andere Seite? Such dir eine aus. Eine aus. Du kannst hinkommen. Du kannst dort hinkommen, aber du musst drüber schlittern. Durch den Wind, durch den nassen Boden. Leute, helft mir doch, Mann! Ja, ich lass Alex los und rutsch mich, hab schon im Seil gesichert und rutsch dann, lass mich dann vorsichtig übers Deck, hangel mich vielleicht von der Tür an. Zum Stuhl, der festgeschraubt ist, und dann gehe ich zu ihm, halt mich irgendwie, Alex, halt mich! Und streckt dann dass Alex mich hinten festhält und ich dann meine Arme Richtung Ralf strecken kann, dass der sich zu mir quasi nach mir packen kann und sich an mir festhalten kann und sich ranziehen kann, wieder näher an Deck. Aber machst du das, Alex? Um dich herum, die Finsternis, die dich saugen will, die dich will. Du weißt es, es ist gekommen, um dich zu holen. Kannst du sie festhalten, Alex? Ich weiß es doch nicht. Aus meinem Kopf. Aber Alex! Nein. Ich hab dich. Füße. Halte ihn. Ja. Sag, du packst sie und Susanne schlittert rüber. Susanne, Ralf lässt gerade fast los. Beschreibe, was passiert. Ich drücke mich von tatsächlich vom Stuhl, der da ist, vom Liegestuhl ab und dass ich quasi mit Schwung auf Ralf zurutsche und ihn am Arm gepackt kriege und mach das Ganze ziemlich konzentriert, mit Konzentration, dass ich mich konzentriere dabei noch. Ja, das gelingt dir, du rutschst rüber, du kannst ihn packen und hochziehen, gerade so zusammen, gemeinsam, Alexander hinten, du und Ralf, zieht ihn hoch, Ralf, Wasser, Gischt, du bist auf dem Boot wieder. Festbinden, Ralf, Seil, verdammt, das war knapp. Jan, während die anderen dort um Ralf kämpfen, bist du noch immer am Steuern. Zwei große Wellen haben euch schon erwischt. Das mit dem Motor ist ziemlich gefährlich, aber hier bleiben könnt ihr auch nicht. Du steuerst weiter? Ich halte mit klammerndem Griff das Steuerrad in beiden Händen und versuche möglichst, also die Wellen kommen ja aus allen Richtungen, versuche die größten davon irgendwie zu nehmen und das Schiff so zu steuern, dass wir nicht komplett über uns hineinbrechen. Und wenn ich dann merke, dass es irgendwie sonst nicht mehr klappt und wir in diesem Chaos gefangen wären, riskiere ich es tatsächlich, den Motor anzustellen.
und drücke auf den Anknopf und der zuerst nicht funktioniert und dann nochmal und dann höre ich das Stottern und Rattern des Motors, wie er versucht anzuspringen. Wieder der Donner, die Blitze, der Motor, er geht langsam an. Schnell, macht euch irgendwo fest. Ich hab den Motor angestellt, wir müssen irgendwie über dieses Ding da drüben hin. Ich zeige auf eine riesige Welle, die wir gerade ansteuern. Riesengroß. Susi, Alex, nehmt euch ein Seil. Weiße Gischt. Nimm du dir ein Seil, ich hab schon eins. Ich seh keins. Ich brauch eins. Ja, komm her. Sonst, ihr müsst da hin durch die Welle, keine Chance als sonst. Festhalten überall. Ich klammer mich auch an den Stuhl so, zieh Alex noch irgendwie ran noch, dass wir uns am Stuhl festhalten noch und klammer. Haltet euch fest, wie ihr euch noch nie festgehalten habt. Und ja. Und Alexander, du klammerst dich an Susanne. Susanne klammert sich an Seil und auch Ralf ist nun mittlerweile festgebunden und da ist diese gewaltige Riesenwelle und Jan, du steuerst drauf zu, du steuerst hinein, du steuerst hindurch, da ist Wasser, da ist Gischt, da ist die ganze Gewalt der Natur, die ganze Macht des Meeres um euch herum. Susanne, du hältst dich fest, du kannst dich halten, aber Alexander, dein Griff, er wird schwach. Das Seil. Du hast Angst, dass es reißt. Du hörst die Melodie, du hörst die Musik. Ralf, du bist sicher, aber du kriegst Meer und Wasser. Du kriegst das Salz in die Augen. Schmerzen, irgendwas trifft dich. Ein Stein, du weißt es nicht. Bierflasche. Vielleicht eine Bierflasche. Auf jeden Fall tut sie weh und es schneidet auch. Ja, es könnte Bier sein. Es schneidet dir, Ralf, in die Schulter hinein. Oh. Oh, fuck. Alles so. Und ich versuche mich einarmig weiter festzuhalten. Durch die Welle. Hindurch. Und dann. Dann hört es auf. So schnell es begonnen hat, zieht es über euch vorüber. Plötzlich wird es weniger. Die Wellen werden flacher. Es ist pitchenass. Ich hab's geschafft. Ich hab's verdammt nochmal geschafft. Seetang im Haar. Alle Salzwasser da? Überall. Danke. Ohne dich hätte ich's nicht geschafft. So gut. Wir hätten's ohne Jan nicht geschafft. Geht's euch soweit gut? Ja, oh, was passiert? Das sieht nicht gut aus. Ich hab keine Ahnung, seid ihr noch vollzählig? Ja, soweit. Ist das. Das waren doch. Ist er. Ich richte mich so auf den noch rechtlichen Wellengang, richte ich mich dann auf, schaue mich um so. Ist das ja schon weg? Ist es schon. Das. Okay. Du hast nur nicht gesagt, dass das passieren könnte, Susanne. Das war viel krasser als der Sturm damals. Das war. Hast du die Farben der Blitze gesehen? Die hatten. Hatten die alle Farben? Es war irgendwann viel zu viel. Ich hab nur noch Restlicht gehabt. Dass ich Ralf überhaupt gesehen habe, war. Weil gerade mal 3 Sekunden keine Blitze kamen. Danke nochmal dafür. Ja, immer. Wie sieht die Umgebung aus? Sind wir in der Nähe der Insel sie sichtbar oder sind wir immer noch irgendwo und man sieht noch in der Ferne den Sturm tosen? Der Sturm zieht an euch vorbei, nach Westen zieht er gewaltig die Blitze. Die sind immer noch zu erkennen, die Wellen sind auch noch stärker, aber nichts im Vergleich zu eben. Und dort im Süden tatsächlich. Eine Insel, nur ein Felsen im Nirgendwo. Da ist sie. Leute, noch ein letztes Mal konzentrieren.
Wir können uns später unterhalten. Wir haben es bald geschafft, aber der Motor, also, der musste wirklich, ich musste alles aus den Dingen hier rausholen. Unterhalten, ich könnte singen. Volle Kraft voraus. Nein, ich meinte nicht singen, verdammt. Segel setzen? Nein, lass das Segel da. Was wir tun? Du bist am der besten, Profi, ich bin am besten, nicht noch mehr gewesen. Am besten geht ihr unter Deck, falls nochmal so eine Welle kommt. Ich glaube zwar nicht, dass das passiert, aber lass mich hier meine Arbeit machen. Gut, ich bringe dir gerade. Ich hole euch, wenn wir da sind und den Anker rausmachen könnt. Ja, ich bringe dir aber noch, du kriegst aber noch eine Weste, ne? Besser ist das. Ja. Ihr solltet auch eine anziehen, auch wenn ihr unten seid. Ja, klar, und ja. Und schauen, wie viel Wasser da reingelaufen ist. Ich schrei bei jedem Scheiß, glaub mir das. Und so steuert ihr zur Insel. Das ist kein Problem, Moja. Mit jedem Moment werden die Wellen geringer, bis der Wind ganz versiegt und es schon fast eine lächerliche Flaute ist im Vergleich zu eben. Überall ist es bunt und hell. Der Abend dunkelt langsam. Aber ihr seht die Welt noch in allen Farben und nach diesem Ereignis, nach diesem Erlebnis sieht alles wunderschön aus. Die Insel, ein Felsen im Nichts, weißlich und schwarz, so eine Mischung, wie als würden die Farben ineinander gehen. Es ist eine wunderschöne kleine Insel. Irgendwas Vulkanisches vielleicht. Ihr wisst es nicht genau, muss es ja sein. Auf jeden Fall kommt ihr näher. Wir sind da. Wir sind da. Ihr könnt den Anker rauspfeifen. Zu viel versprochen habt ihr nicht. Wow. Ich breche am Steuerrad erstmal so in die Knie zusammen und robbe mich dann auf den Hosenboden, bleib so an der Wand irgendwie schwer atmend erstmal sitzen, weil irgendwie mein ganzer Körper immer noch nicht glaubt, dass der Sturm vorbei ist. Also ich nehme wahr, dass alles irgendwie wieder ruhig ist, aber man merkt halt noch so also meine Hände haben Probleme, das Steuerrad wirklich loszulassen und ich habe immer noch so eine angespannte Haltung und versuche halt, mich langsam wieder irgendwie runterzukriegen, während ich da sitze und langsam vor mich hin atme und dann die Hände über die Augen schlage und Ich brauche ein Kastenbier. Ich gehe zum Jan und schnauf erstmal durch, lege ihm die Hand auf den Rücken und großer, ohne dich wären wir jetzt echt verdammt am Arsch gewesen. Danke. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht, Alter. Ich konnte gar nichts machen. Es ist keine Ahnung, wenn es da oben irgendwas gibt, dann Scheiße, wir haben so viel Glück gehabt. Aber was gab es da oben? Was war das für ein Wetterphänomen? Ich meine, ich weiß es nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Kugelblitz, aber in diesen Farben. Also normalerweise sind Blitze grundsätzlich und immer weiß, weil sie einfach viel, 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 viel zu hell für uns sind. Also das kann ich. Das, ich weiß nicht, was das war, aber das waren keine normalen Blitze, das war kein normales Gewitter. Ich habe keine Ahnung. Und wie sich das angehört hat? Also das war kein Donnern mehr, das war Brüllen. Ja, das war es. Ja, aber war es nicht. Nein, ich kann das nicht sagen. War es nicht rhythmisch? Irgendwie? Aber ich meine nicht das Donnern. War da nicht noch... Also wenn da was rhythmisch gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, der richtige Mann, um das rausgehört zu haben. Ich habe auch nichts gehört. Also das, wir haben ein Mann, der sein Omelett am Morgen Tromlett nennt, dem glaube ich das. Aber Alexander, du hast die Melodie gehört. Tatsächlich hörst du sie noch. Wunderschön. So wunderschön, dass man fast nach ihr singen müsste. Aber nur fast.
Das Einzige, was ich gehört habe, Melodie habe ich nicht gehört. Mir haben die Ohren geklingelt vom Donner und die Melodie, Augen. Sagst du? Hm? War das in-game? Ja, alles in-game. Melodie? Also niemand von uns hat von einer Melodie gesprochen. So, Entschuldigung. Hast du nicht gerade? Egal. Nein, nein. Weil, also, wir haben so viel Seltsames gesehen und dieses trommelhafte Donnern gehört, dieses Stampfen im Himmel. Ja, und du dann dieses unerträglich sanfte und schreckliche, dieses unerträglich schreckliche und sanfte. Das nicht? Nein? Nein. Also mir haben die Ohren vom Donnern geklingelt und die Augen, habe kaum was gesehen vor den ganzen Blitzen mit den ganzen Nachbildern. Still, jetzt Markus. Susanne. Jetzt, wo er es sagt, da hörst du was. Ist das nicht ein Gesang? Eine Stimme? Nein. Ein Instrument? Nein. Der Wind? Fast wie eine Melodie. Dann habe ich nicht wohl gehört. Vergesst es. Wunderschön. Als wollte man dafür Musik machen. Als könnte man ein Lied spielen. Vielleicht bin ich ja verrückt. Ich meine, so ist das doch mit diesen Sagen von Matrosen, nicht wahr, die sich an Masten ketten, um nicht zu den Sirenen durch die unsicheren Wasser zu warten oder zu schwimmen und dann am Ende doch unterzugehen. Ich, entschuldigt, vielleicht, ich hätte die Pferde nicht scheu machen sollen. Vielleicht holen wir uns ein paar Handtücher. Ja, ich habe den Schlauch schon rausgelegt, die Pumpe läuft und die Kajüten wieder wasserfrei zu kriegen. Wellendruck war so groß, dass die Tür aufgegangen ist. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier erstmal, keine Ahnung, bis die Sonne untergegangen ist, bleibe ich hier erstmal sitzen. Ich glaube, ich hole dir erstmal ein Bier. Das können wir alle vertragen, oder? Können wir vielleicht irgendwie uns einigen, dass wir es, das, was das ja gerade war, und wenn ihr da Gesang hört, von mir aus, aber. Ja, ist gut. Wir lassen es liegen. Wir trinken einen und komm runter. Gut. Ich hoffe, dass die Welt wieder angenehm schwankt. Ja. Und so trinkt ihr und sitzt dort. Die Sonne geht langsam unter. Ein wunderschöner Anblick. Das Meer färbt sich rot, erst orange, dann immer dunkler. Die Insel schimmert und glitzert wie ein Edelstein im Licht der Sonne. Und da ist der Mond, der langsam sich nach oben bahnt. Die Sonne ablöst, die hellsten Sterne sind schon zu sehen. Ich rappel mich das erste Mal seit Stunden wirklich hoch, stehe immer noch auf wackeligen Beinen, warte dann rüber zum Motor und mache irgendwie einfach ganz normale, versuche so ein Check-up zu machen. Immer ein bisschen davon abgelenkt, zu dem Sonnenuntergang zu schauen oder zu den Sternen hochzugucken und immer so zwiegespalten. Man merkt das richtig in der Bewegung, wie es mich hin und her ruckt. Zwischen, ist das schön hier und ich will es genießen und andererseits irgendwie, ich muss gucken, dass das Boot in Ordnung ist. Das Boot ist einigermaßen okay. Keine ganz schrecklichen Schäden. Also dein Vater wird nicht froh sein über den Blitzeinschlag und darüber, dass die Kajüten alle unter Wasser gestanden haben. Aber es ist nichts Lebenswichtiges beschädigt. Es ist auch gerade in diesem Augenblick eher so eine Routine bekommen und erstmal etwas, wo einen Ablauf zu haben, an dem man sich festhalten kann. Wenn das dann vorüber ist, ja, fasse ich so an die Reling und schaue wirklich dann noch Richtung Mond, der dann aufgegangen ist.
atme nochmal tief die frische Seeluft ein und denke so, denke laut. Genau das wollten wir, oder? Ja, Freiheit. Auf die Freiheit. Susanne hebt das Bier. Auf das Leben, würde ich eher sagen. Auf das Leben auch, ja. Das hier ist echt Leben. Ja. Wellenfreie Leben. Ja. Prost. Und ey. In Zukunft bessere Gründe, um anzustoßen. Ja. Meine Notizen. Moment. Und ich komme kurze Zeit später zurück mit ein paar feuchten Lappen in der Hand. Ich hätte wohl nicht mit Tinte schreiben dürfen. Hab ich dir damals schon gesagt. Nimm einen Kuli oder einen Bleistift. Weißt du was, Faust? Tinte ist echt stylisch. Das stimmt. Während die Tinte ist wohl so vergänglich wie die Erinnerung an das, was ich geschrieben habe. Ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass, und es tut mir jetzt leid, ich gestern Abend noch etwas Negatives geschrieben habe, weil ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe, wegen irgendwas Nichtigem. Aber jetzt ist dieses Blatt hier wieder leer. Vielleicht kann ich neu beginnen. Ja, also denk dran, die Bücher, sobald sie trocken sind, hoch ins Regal legen und Klappe zu und abschließen, damit sie nicht wieder ins Wasser fallen. Hey Ralf, hat die Kamera überlebt? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nicht unten und während ich vor mich hinstammel, sieht man mir an, dass mir ein bisschen die Blässe ins Gesicht steigt und ich mir immer mal wieder die Schulter halte und versuche mir nicht so direkt etwas anmerken zu lassen. Es tut weh, Ralf. Da ist vielleicht noch was drin. Stimmt, ich hatte das ja auch mitbekommen. Ist irgendwas? Also die Kameras sind mir ehrlich gesagt, ganz egal, aber wenn mal irgendjemand nach meiner Schulter sehen könnte. Ja, klar. Scheiße, was hast du denn da? Zeig mal her. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Verbandskasten festgehalten und dann hat es geknallt auf der Schulter und das. Mann, warum hast du das nicht früher gesagt, Mann? Ja, guck mal, ihr wart alle fertig mit den Nerven und ich auch und wir alle ein bisschen geschockt und irgendwie ist es, also es tut jetzt erst weh, um ehrlich zu sein. Und das aber scheiße toll. Ja. Hier, der Verbandskasten. Ja, lass erstmal das T-Shirt. Da ist doch irgendwas drin, glaub, in der Wunde. Das, oder? Ja. Oh, nee. Ah, sowas ist immer fies. Da ist irgendeine Scherbe hineingeraten. Man kann sie ganz gut rausholen aus dem Fleisch. Es wird wehtun. Hältst du das aus, Ralf? Ich nehme nochmal so einen extra großen Schluck Bier. Vielleicht beißt du in dein T-Shirt. Besser ist das. Ich glaube, das wird scheiße wehtun. Okay, Jan, go for it. Ich zähle bis drei, okay? Warte. Eins, zwei und ich reiße die Scherbe raus. Ja, es gelingt. Oh. Es blutet aber leicht. Rückenverband drauf. Also wenn du so eine Mullbinde und drückt die dann entsprechend drauf. So wie damals mit meinem Pferd. Das hat sich am Weidezaun aufgerissen. Das war auch nicht schön. Letztes Jahr. Kann jetzt wer da den Verband rumwickeln? Ich meine, du hast ihn in der Hand, aber ich nehme dir das gerne. Nee, du kannst. Ich habe hier einen Mull, so ein Mullbinde. Ach so, ja, okay. Du musst ein Mulltuch, du musst den Verband dann irgendwie. Ihr wisst aber, was ihr tut, ja? Also ich, so ein bisschen. Ja, doch, tausendmal gemacht. Ich mach's vorher irgendwas drauf. Ich werde Druck ausüben. Aha. Ausspülen, ja, ausspülen wäre wahrscheinlich keine. Hey, wir haben noch Wodka unten. Vielleicht können wir die Wunde vorher mit Wodka begießen. Der ist noch frisch. Naja, trotzdem ausspülen. Da ist Salzwasser und so reingeraten. Vielleicht war die Scherbe schmutzig und ich habe, also Infektionen sind nicht so ganz, was ich will. Ich laufe und hol den Wodka. Ja. Ralf, du kannst. Ein Glas mit. Du kannst die anderen anleiten, das ist kein Problem. Das ist keine so schlimme Wunde, du weißt es selbst. Wenn du ihnen sagst, was zu tun ist, dann werden sie das ordentlich machen können. In Ordnung. Also ein kleines bisschen außenrum desinfizieren und dann
einfach mit Schmackes festbinden, bitte dann. So außenrum reicht? Bist du dir sicher? Da ist... ich habe da kaum Ahnung von, aber der Tierarzt hat da desinfektionsfrei drauf getan. Das Pferd hat kurz gezuckt, aber danach... Okay. Ralf ist echt kein Pferd, Susi. Das ist mir klar. Aber Ralf, sie hat recht, etwas desinfizieren wird hier nicht schaden. Falsch machen kann man da nichts. Und bei einer fließenden Wunde sollte dann, wenn es eine Weile ausgeflossen ist, auch keine Infektion mehr möglich sein, wenn es dann verbunden wird. Dann wird es klappen. Und das gelingt euch dann auch. Oh, verbringt ihr so... Ist auch Ralf wieder versorgt und ihr sitzt dort. Mittlerweile ist die Sonne fast untergegangen und ihr sitzt dort mit euren Bieren und könnt euch einigermaßen entspannen, als es Jan ist, der meint, eine Bewegung im Wasser zu sehen, als er so einfach mal so über die Wellen schaut. Im letzten Licht der Sonne sieht er dort was in den Wellen. Hey, Susi. Ah, der Insel. Ich glaube, die Delfine sind mit uns mitgeschwommen, oder? Schau mal da hinten. Siehst du da was? Da, wo das Mondlicht auf das Wasser trifft, da hinten. Ja, ich gucke auch mal dann darüber. Jetzt ist es weg, aber eben war da was. Doch, ja, du siehst, da ist was. Ja. Ein Körper? Delfin? Haben Delfine... Die pusten doch immer so. Oder, ich weiß nicht, hier, Alex, du bist doch... Oder Ralf, seid ihr nicht so ein bisschen mehr bewandert? Delfine, die machen doch immer so Pusten. Alle 30 Minuten mal. Also so, die können ja relativ lang tauchen. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie nach so einem langen Zeitpunkt auftauchen... Ich glaube, das ist kein Delfin. Es ist überhaupt... Das ist völlig regungslos. Das schwimmt irgendwas. Nee, das hat sich bewegt. Ich. Sicher? Mein Doktor, das hat sich bewegt, ja. Wir hey, da drüben! Es war mein Ohr! Hi! Weiß schon, dass ich nur so ein Stück neben dir stehe. Da treibt wirklich was. Ihr seht jetzt alle. Da treibt was und es ist kein Delfin. Es ist auch kein Holz. Nein, ja. Jetzt meint ihr es sicher zu sehen. Das sind Beine. Das sind Arme. Oh, fuck. Ist das... Das ist doch eine unbewohnte Insel gewesen. Ja, aber der Sturm? Wir waren ja... Oh, nein. Ja, wir sollten den da rausholen. Nirgendwo. Ja. Treibholz. Hast du ein Beiboot? Ja, wir haben das Schlauchboot. Aber am besten ist es, glaube ich, wenn wir rüberschwimmen in einer Weste. Ja, hier. Weste und Rettungsring. Also eigentlich würde ich Ralf? Dich schicken, Ralf, aber nicht mit deinem Arm. Alexander, nein. Pass auf, kleb ein schönes Pflaster drauf, wasserdicht ist. Ich mach das schon. Du kriegst nicht, du kriegst keine von meinen Einhornpflastern für diese Kacke. Einhornpflaster? Du bleibst hier und wir schicken... Wir sollten schon zu zweit, oder? Okay, du Ralf und Alex, ihr bleibt hier. Und Susi und ich schwimmen darüber. Wie weit ist denn das weg? Kann ich das abschätzen? Also ihr habt ein Seil, was lang genug wäre. Das ja, dann nehmen wir den Rettungsring ans Seil und würden dann darüber schwimmen würde ich dann rüberschwimmen mit dem Rettungsring? Ja, es ist seichtes Wasser, wie gesagt. Es ist zwar schon recht dunkel, aber ihr habt einen Scheinwerfer oder irgendeine Notlampe, mit der ihr scheinen könnt. Und so ist das kein Problem. Und mit der Lampe, während ihr da näher schwimmt und es darauf gerichtet ist, seht ihr es jetzt auch wirklich. Ja, ein Mensch treibt im Wasser. Okay, ich beschleunige meine Züge, ohne mich dabei... Ja, beschleunige halt mein Schwimmen ein bisschen gezielter drauf zu und ein bisschen schneller vielleicht, auch weil ich halt so unsicher war mit der Richtung. Guck jetzt, dass ich je nachdem, dass ich den auch abpasse, wenn er mit der Strömung irgendwie da treibt. Das treibt, die Strömung ist nicht sehr stark. Du kannst da hinkommen, es gelingt dir, du bist sportlich, du bist schnell und du bist als erstes da und kannst die Gestalt packen. Und krabbel ich, versuche ich sie irgendwie in den Rettungsring reinzupacken. Die Gestalt in weißen Leinen. Nass, durchnässt, schwarzes Haar, relativ dünn, relativ dürr fast,
Du kannst sie jetzt nicht genau betrachten. Pack sie in den Rettungsring, es ist sehr dunkel. Zieht ihr sie zum Boot? Jan! Ja, warte, ich helfe dir. Ja, und dann winke so, dass sie es quasi vom Boot aus uns sehen. Haben wir vielleicht auch vorher ausgemacht, dass sie uns dann, dass sie den Ring dann ranziehen und wir mit dem Ring dann würde ich mit dem Ring auch zurückschwimmen. Ein bisschen am Ring halten. Neben dem Ring bleiben, gucken, dass die Person da nicht rausrutscht. Ja, ein paar Mal, sie ist bewusstlos, kann sich nicht regen. Ein paar Mal rutscht sie fast, ihr könnt sie festhalten, zieht weiter und könnt sie dann auch nach oben ziehen mit etwas Hilfe gemeinsam. Ja, hinten über die Leiter rein. Genau. Oh, was ist das? Verdammt, ich habe keine Ahnung, ist es ein Mann oder eine Frau? Kann man das erkennen oder ist es zu hager, wenn ich mir jetzt mal so... sagen, die Gestalt ist sehr hager, hat ein... Ja, das ist immer subjektiv, aber ein sehr hübsches Gesicht mit langen, lockigen, schwarzen Haaren. Die Augen sind geschlossen. Die Lippen sind voll. Ihr tendiert eher zu weiblich, aber die Körperform könnte auch, ja, sehr androgyn wirkt diese Gestalt. Sehr ansprechend, aber nun völlig entkräftet. Die Haut ist dunkel, arabischer Phänotyp ungefähr, ist immer schwer zu sagen. Ja. Lebt sie noch? Sehen wir das? Atmet sie? Also ich versuche rauszufinden, wie es der Kreatur, dem Menschen geht. Es ist ganz definitiv ein Mensch. Und ja, sie atmet noch. Wie heißt das noch? Wie geht die noch, die stabile Seitenlage? Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Ja, du auf die Seite und dann das Bein hoch. Ein Knie und ran. Genau. Und, okay. Ja. Machst du, Alex? Ich glaube, oder... Ja, ich bin... Ja. Ah, und ich gehe mal ein Handtuch holen, dass wir sie aus den nassen Klamotten rauskriegen. Gut. Ja, ihn. Ja, entkleidet die Gestalt. Ist dann eindeutig eine weibliche Gestalt und wickelt sie vielleicht in Handtücher, weiß ich nicht. Ja, ein großes Badehandtuch würde ich erstmal wickeln und dann, ja, dass man sie trocken reibt so ein bisschen. Ihr hattet ja wirklich keine Hemmungen. Also ich hätte gedacht, ein Laken drüber wäre auch, ich meine, so entblößt zu werden in der Ohnmacht, in der man sich befindet. Susi macht das schon. Ich krieg das hin, wenn du nicht, musst ja nicht gucken, wenn ihr da nicht gucken wollt, dann, wenn euch das peinlich ist, dann geht, dann mache ich das alleine, die wiegt ja nichts. Komm, wir gehen raus jetzt. Mache ich die gerade fertig. Das ist immer noch bewusstlos, atmet aber. Und während du sie abtrocknest, da öffnet sie plötzlich ihre Augen. Als du sie anschaust, du warst gerade am Trocknen, das Haar trocknen, da öffnen sich die Augen. Da kriegst du einen Schreck und gleichzeitig einen Stich ins Herz. Die Augen, die Iris, sie ist golden. Das hast du noch nie gesehen. Oh. Hallo. Sie schaut dich an, die Augen sind aufgerissen. Und dann spricht sie. Sie sagt etwas in einer Sprache, die du nicht kennst. Mit matter Stimme. Ruhig, ruhig. Versuchst du zu beschwichtigen. Sie hört. Du merkst richtig, wie sie deine Worte einsaugt. Ich würde sie denn das Handtuch schlagen, ihr auch ein Kleid von mir geben, dass sie sich anziehen kann und dir auch beim Anziehen helfen. Das hilft dir dann beim Anziehen. Und geht dann zur Tür und ruft dann: Jungs, könnt ihr mir Wasser bringen? Und sie ist wach, aber ich verstehe sie nicht. Sie sagt irgendwas. Aber nicht alle auf einmal, wenn ihr kommt. Ist das Italienisch? Ich kenne Italienisch. Ich glaube, Italienisch würde ich erkennen. Ich hatte ein paar Jahre Französisch in der Schule. Klingt irgendwie... Ich weiß nicht, wonach. Seltsam? Ich kann keine Sprachen. Hier, Wasser.
Ja, danke, super. Ich würde dann bringen, dann geh dann zu der Frau und halt ihr das Glas Wasser hin. Schaut das Wasser an, betrachtet es. Trinken. Ganz genau. Schau dich nochmal an, dass du das Wort trinken sagst. Dann schaut sie zum Wasser, greift es und trinkt es mit einem Zug. Hältst dir wieder hin. Könnt ihr mir eine Flasche bringen, Jungs? Und jemanden, Alex, du bist doch sprachbegabt. Kannst du. Ja, irgendwie hier helfen? Vielleicht, Jan, kannst du dich um die Flasche kümmern? Ich kann dich mal jetzt kurz hin. Gehst du hinein, Alexander? Wie bitte? Gehst du hinein? Ich gehe hinein. In dem Moment, wo du reinkommst, druckt ihr Kopf zu dir, sie schaut dich an und du siehst ihre goldenen Augen. Ciao. Sie schaut dich an. Die goldenen Augen, das sind dieselben Augen. Ob es dieselbe Gestalt ist, weißt du nicht. Aber diese Augen hast du schon gesehen. Es ist, als würden sie in deine Seele blicken. Du siehst von damals die Erinnerungen, wie du ins Wasser gezogen wirst, tiefer gezogen wirst, dort die Schatten. Da unten ist etwas. Eine Säule, eine Kuppel, eine Stadt. Weißt es nicht. Da ist ein Ding, ein Wesen, eine Gestalt, ein Ungetüm. Da ist jemand, der greift nach dir. Und dann eine Berührung in deiner Wange, die goldenen Augen schauen dich an. Wieder im Jetzt, wieder im Hier, du lässt, du stolperst, du taumelst, sie schaut dich an. Ich übernehme das mit dem Wasser. Alex! Nein, ich bin noch gleich im Flur. So, bringst du ihr das Wasser bitte? Ja, ich, klar. Ich glaube, ich habe da oben noch irgendwas vergessen. Alles in Ordnung? Komm runter und dann versuchen wir es nochmal, ja? Also, es kommt runter, ist gut, du bist ja unten, aber. Ich rufe von oben. Wie geht's ihr? Kommt ihr voran? Braucht ihr Hilfe? Ich glaube, du musst dich mal kurz um Alex kümmern. Nein, das ist Quatsch. Aber das ist kreidebleich, Mann. Die Person braucht wirklich Hilfe. Hier, sie hat Wasser. Ja, ich gebe ihr das Wasser, die Flasche. Aber ich glaube, da oben, das ist gefährlich. Wir müssen, und ich bin dann gleich da, ja? Also ich komm Alex entgegen und frage ihn, was los? Was passiert? Ralf, wir standen uns das nie so. Okay, komm mal mit. Ich pack dich so an der Schulter. Ja, was ist los? An die Reling, keine Angst. Jetzt ist es ja ein bisschen ruhiger. Ich das hört sich verrückt an. Und klar, du weißt, ich bin Träumer und so. Und ja, ach, der Autor mit seinen verrückten Ideen. Und aber also ich kann nicht mehr in diesen, ich kann nicht in diesen Raum zurück. Warum? Warum denn? Was ist los? Ich weiß nicht, ob du psychologisch so versiert bist, aber irgendetwas ist da. Irgendetwas hat sich abgelöst aus der Vergangenheit. Es ist zu mir zurückgekommen. Aber ich bin damals. Ich habe sie schon mal gesehen. Du hast die Frau, die wir jetzt an Bord haben, schon mal gesehen. Ich weiß es irgendwie und ich war am Ertrinken und entweder hat sie mich gerettet oder mir den Untergang gebracht und irgendwie kam ich wieder zurück an die Oberfläche. Ich erinnere mich nicht mehr, wie. Aber sie war Ursache oder Folge. Und mir gefällt beides nicht. Pass mal auf, mein Freund, wir setzen uns jetzt erstmal. Und jetzt nochmal ganz von vorn. Das hast du geträumt oder du bist ihr schon mal begegnet und du warst am Ertrinken. Wann? Wo? Wovon redest du? Als ich klein war, bin ich in die Fluten. Und meine Eltern haben irgendwann festgestellt, dass ich nicht mehr da war. Was auch immer passiert ist. Sie hatten vollen Blick auf die Wasseroberfläche. Also immer jeweils mindestens einer. Für mehr als 5 Minuten. Und in einem Bruchteil einer Sekunde, da
da sie dann doch abgelenkt waren, nach 5 Minuten oder mehr, da haben sie mich wieder gesehen. Und ich habe nichts mehr gesehen, aber das, was ich davor gesehen habe, das waren diese Augen. Welche Augen? Naja, von ihr. Sie hatte sie geschlossen, aber dann hat sie geöffnet und ich konnte nicht mehr in diesem Raum sein. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Vielleicht drehe ich auch durch. Ich meine, zu Hause. Ich will nicht lügen. Es klingt verrückt, ja, aber was auch immer es ist, komm, wir holen jetzt erstmal richtig ordentlich Luft. Wir lassen die beiden das machen. Das wird schon und wir sprechen da später nochmal drüber. Jetzt hol erstmal Luft, schließ mal kurz die Augen, beruhig dich. Ja, okay. Danke, Ralf. Alles gut. Ich habe hier das Wasser. Ja, super, danke. Ich nehme dir die Flasche entgegen und... Die Frau guckt nun zu Jan. Kommt dir klar? Ach du, Oh. Siehst sie. Wunderschön ist sie, mit lockigem schwarzen Haar. Ein bisschen androgyn, aber das macht sie nicht hässlicher. Sie hat sowas Sonderbares, sowas Fremdes, sowas Fernes, fast Lyrisches. Und du siehst vor allem ihre Augen mit der goldenen, schimmernden Iris. Hallo? Hallo. Ich blick so hin zwischen Susanne und der Gestalt hin und her. Versteht sie uns? Ich glaube ja. Ja. So. Hier müsst sprechen. Ja. Ja, wir. Hier ist noch mehr Wasser. Ich nehme das Glas und nehme das Glas und fülle das auf und reiche dann nochmal Wasser. Wasser. Ich bin Jan. Das ist Susi. Jan. Frau Susi. Ich bin Susi, einfach. Jan Mann. Ihr kommt von oben. Eigentlich komme ich aus Hamburg, aber ja. Von oben? Wir sind von oben? Oben. Wir sind oben. Kommt drauf an, ja. Einem Boot, ja. Eigentlich sind wir unten im Boot. Land! Ja, gut. Und sie packt dich nun, Susanne, und schüttet dich überraschend kräftig. Wow. Land! Gut, ja, also... Land! Ja, okay. Panik okay. In ihren Augen, ihre goldenen Augen beginnen zu funkeln, regelrecht zu glitzern. Ihr Griff wird fester. Au! Jan, au! Hey, alles gut. Los. Ist gut, ja, Jan, los! Ist an Land? Los! Wir müssen an Land. Wow. Alles gut. Das Land ist in Sichtweite. Ja, dann lass uns an Land. Nicht Syrien. Nicht dort. Großes Land. Jetzt. Okay. So, zurück. Bitte. Bitte, okay. Sie schaut euch an, Angst in den Augen. Bitte, wir müssen an Land. Okay. Ihr müsst mich an Land bringen. Okay. Ja. Ich steh auf und nachdem ich gehört habe, dass dort unten geschrien wird, und schaue jetzt selbst in den Raum und frage, alles in Ordnung hier? Ja, geht wieder. Sie ist verwirrt. Sie ist ein wenig verwirrt und sie will nicht mehr Land fahren. Er wird kommen. Wer? Uns holen. Wer? Er wird uns holen. Wir müssen los, segeln. Wir müssen an Land segeln.
Aber das Land ist hier vorne. Komm, komm, wir zeigen ihr die Insel. Sie hat ja gesagt, sie will nicht auf die Insel. Hat sie doch irgendwas mit Syri, hat sie gesagt. Ich weiß nicht, wie die Insel heißt. Hat den Namen? Kein Namen. Also nicht, dass ich wüsste. Du, Jan, du, Susanne, du? Ja. Und sie zeigt auf Ralf? Du? Das ist Ralf. Ich, Syria. Du, Syria, okay. Syra, Insel, Syra, wir Syra. Er wird kommen. Ich muss an Land. Jetzt! Okay. Hey Leute, das ist gruselig. Ja. Also, fahren wir wieder? Fahrt! Ich hab keine Lust auf mehr. Das nächste Land außer dieser Insel ist ein Tag weg. Ich flehe euch. Besser als was auch immer da kommen mag. Also, ich habe keine Lust nochmal auf so einen Sturm. Ist die Frage, wo der Sturm ist. Ja. Welches Land? Egal. Festland? Festland. Wir müssen auf ein Festland. Weg von ihm. Er kommt. Fühlt ihr es nicht? Wer kommt? Wer ist er? Alexander, du bist immer noch oben. Immer noch an der Reling. So weit wie möglich weg von ihr. Aber du hörst was. Du fühlst was, du spürst was. Da ist ein Geräusch. Neben der Melodie, die die ganze Zeit in deinem Geist ist, ist da jetzt was anderes. Ein tieferer Ton. Ein Ton so urtümlich, so alt wie die Welt. Er spürt nach dir. Du kennst ihn. Du hast ihn schon einmal gehört. Dieser Ton, ein Grollen. Ein tiefes, tiefes Grollen. Es ist... Ich halte das nicht mehr aus. Ich taste mich, also ich gehe den Gang wieder zurück und taste mich dann an der weißen Wand den Flur runter und bleib dann quasi an der Schwelle stehen. Ich guck so über meine Schulter. Alexander! Hört ihr das? Was, da, Alex? Stimmt, was? Da! Nein, wir hören nichts. Ihr habt nichts gehört. Nee. Wir müssen weg von hier. Bring sie mir! Oder ich nehme dich. Okay, wartet. Ich lasse den Motor an, wir fahren schon mal. Es ist okay. Dringend. Ich glaube, das ist gut für alle von uns. Ich bin noch mal weg. Alex, alles okay? Moment mal. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich mach den Wasserhahn an. Hallo? Ich bin verrückt. Zwei Bier. Ich bin verrückt. Er will sie haben. Sie gehört ihm. Wer? Er hat dich gehen lassen, Alexander. Er hat dich gehen lassen vor so langer Zeit. Du weißt, wer? Ich gehöre ihm nicht. Sagt das Wasser zu dir. Es klingt in dir, es singt in dir, es rauscht in dir. Ich gehöre ihm nicht. Sie ist ihm entflohen. Sie gehört ihm. Bring sie ihm. Gebt sie ihm zurück. Du und deine Freunde. Er will euch nicht. Er will sie. Wohin? Wo ist er? Du weißt, wohin. Äh.
Gut, wir fahren wieder. Okay, Nord, Süd, Ost, West. Es ist so stockdunkel. Wo ist der gottverdammte Mond? Jan, wo geht es jetzt hin? Oh, doch wieder da, ans Festland. Ja, aber wo? Ja, da, wo wir hergekommen sind. Ein Tag, ja. Ungefähr, ein bisschen weniger. Muss gucken, dass wir wach bleiben. Ja. Du, ich kann dich möglicherweise auch ablösen. Du hast sehr viel getan. Du kannst ein Boot fahren. Also du kannst viel, aber ein Boot kannst du nicht fahren. Gott, du bist gemacht. Ihr seid, ich weiß, ihr seid alle müde. Ihr seid sehr angestrengt. Ihr spürt die Müdigkeit, die Kraft. Sie zehrt an euch, der Sturm, die Aufregung. Das alles, es fordert seinen Tribut. Ich gebe alles, um wach zu bleiben. Das Angebot steht. Okay, Kaffee. Du kannst wach bleiben. Du kannst dich wach halten. Du steuerst mit Vollgas durch die Nacht. Über euch die Sterne, sie funkeln. Dort scheint ein Meteorit in der Ferne über den Himmel zu ziehen. Eine Sternschnuppe. Da kann man sich was wünschen. Heißt's? Oder ist es ein Omen? Ein böser Bote? Was seid groß, ruhig. Ganz, ganz ruhig. Kein Sturm mehr. Ich gehe derweil unter Deck. Ich gehe derweil unter Deck und schau nun doch mal ängstlich nach meiner Technik und was davon noch übrig ist. Geht so. Die Drohne ist noch einigermaßen, die hattest du oben verstaut und eine schlechtere Kamera, eine Notfallkamera hast du noch, der Rest ist kaputt. Ach, das war ja klar. Irgendwas ist immer. Gut, und ich gehe zurück und vorbei an der Dame und schau, ob sie sich beruhigt hat, ob sie vielleicht schläft. Jetzt, wo das Boot fährt, ist sie deutlich ruhiger. Sie sitzt da, sie schläft nicht. Sie wartet, sie schaut, sie scheint auf irgendwas zu hören. Sie schaut sich herum, dann plötzlich, und dann sieht sie den Bass. Sie deutet drauf. Was? Das ist ein Instrument, ein Musikinstrument. Musik? Instrument? Musik. Ja, Musik. Kannst du spielen? Nein, aber... Moment. Und ich nehme meine schmalen Kenntnisse zur Hand, greife die Ukulele von Jan und spiele... Sie lächelt. Und dann singt sie. Erst zum Zinnur. Die Stimme ist so rein und klar, so wunderschön. Du kennst die Sprache nicht. Es ist ein leises Lied. Ganz leise folgt sie deiner Ukulele, immer auf Punkt. Du kommst fast in einen Rausch dabei. Du spielst viel besser als sonst. Du bist darin nicht so gut, aber jetzt ist es ganz passabel. Und die anderen, die können das Lied hören. Die können den Gesang der jungen Frau hören, so schön und hell. Das ganze Boot scheint davon erfüllt zu sein. Ich stelle das Steuerrad fest und gehe dann, stecke den Kopf nach unten in den Gang und höre nochmal eingespannt. Was macht ihr da unten? Jemand spielt auf der Ukulele. Und da singt eine Stimme. Alexander, bist du das? Das ist nicht Alex. Das ist viel zu hoch für Alex. Er hat hoch gesungen, aber nicht so hoch. Das kann nur sie sein. Und da,
Und Ralf klimpert auf deiner Ukulele. Ey, neue Talente hier. Wow. Hey, Ralf kann zwei Griffe. Das sind mehr als zwei. Stimmt. Was? Wow, okay. Vielleicht hat er heimlich geübt und hat Zeit nie. Anscheinend. Aber das ist echt gut. Ja, wow. Alex? Wo steckt der schon wieder? Weiß nicht. Ist gehört? Ja. Also, zur Abwechslung mal auch. Ja, gut. Ja, weil es ist das Lied, was du die ganze Zeit hörst, nur mit einer Ukulele jetzt und mit richtigem Gesang. Es ist ein wunderschöner Gesang. Hat sie noch irgendetwas anderes in der Zwischenzeit gesagt? Woher sie kommt? Nein, die hat irgendwas gesagt von oben und unten. Also fragt, ob wir von oben sind. Also, und ja, dass er kommt, wenn wir nicht an Land fahren. Wie, so. Als hätte sie, also, gemeint von der Oberfläche? Von der Oberfläche, ja, vielleicht. Geh sie fragen. Ich glaube, ihr Leute, sie erstmal raussingen lassen, das ist echt schön. Oder das? Das klingt eigentlich noch besser, ja. Gut, mir ist übrigens Kaffee, Alex. Ich hatte nur zwei Hände. Es ist noch was da? Klar, ich habe die ganze Kanne gekocht, extra stark. Die Musik ist so schön, dass sie fast den Impuls verspürt, teilzuhaben daran. Ma. Oh, nee, lieber doch nicht. Ma. Na? Ich glaube. Eingerostet? Nein, nein, es ist nur. Der Kontrast, wie hell und dunkel. Aber man könnte da reinkommen. Ja, es ist schon. Ich greife zu so einer alten, beklebten Gitarre, irgendwie so Akustikgitarre und spiele mit Ralf mit. Der hat jetzt das Steuer im Blick. Ist festgestellt. Doch egal. Warum spielt er mit? Wird die Musik noch lebendiger? Die Stimme wird lauter. Ralf hat gesehen, wie sie nach oben schaut, den Klängen lauscht, darauf eingeht. Und dann, Jan, hast du das Gefühl, als würde dich etwas führen. Du spielst noch besser als sonst. Viel besser. Es gibt fast nichts, glaubst du, was du nicht spielen könntest. Du hörst ihren Klang, du hörst die Musik in deinem Kopf. Du weißt genau, was du tun musst, genau, was du spielen musst. Jan, ich gehe auch mal meinen Bass holen. Ich glaube, der ist im Zimmer, wo sie auch ist. Ja, ich gehe meinen Bass holen. Ich gehe dann runter durch die paar Stufen und gehe in mein Zimmer. Greif nach dem Bass, wo sie dann da wahrscheinlich von meinem Bett sitzend singt. Greif mir den Bass und lausche zwei, drei Augenblicke und greif dann auch in die Saiten und spiele einfach dumpf so ein Pulsieren im Hintergrund melodisch mit den tiefen Saiten meines Basses. Passt genau in das Lied hinein. Ganz genau fügt es sich ein. Eure Musik, ihr drei gemeinsam, zusammen mit dieser Stimme, schafft ein Lied. So wunderschön. Es erfüllt euch, es erhält euch. Es gibt euch Kraft. Die Müdigkeit, sie weicht. Komm schon, Alex. Fällt dir nicht irgendwas ein? Irgendwas Cooles, Text? Ich glaube schon, ein paar der Notizen müssten getrocknet sein und vielleicht wieder einigermaßen leserlich. Aber wozu Notizen, Alex? Wozu Notizen? Sie mach einfach mit! Einfach in die Melodie ein, mach einfach mit! Und, das, was dir jetzt in den Sinn kommt, los! Susanne wird halt auch einsteigen. Hier bin ich, schon so lange getrennt. Ich komme sofort und ich renne in meinen Raum und ich ne, zum Waschbecken hin, mach die eine Schublade auf und sehe da die Schlaftabletten und
ich stecke sie mir ein und dann merke ich aber, wie es an mir zieht, zwei Pole, und ich gehe wieder zurück und sehe dann die Spielenden. Komm schon, Alex. Ja, Wie früher. Ja. Gitarre, einfach lass einfach deine Stimme gehen. Komm schon. Und Susi wird halt auch so mit ein paar Da-Da-Das entsprechend einsteigen und in den Rhythmus kommen. Sie spricht die Sprache ja nicht, aber sie geht halt irgendwie in den Flow und findet ihre Tiefe, als Kontrapunkt die tiefere Stimme zu der hohen Stimme der Frau, die da singt. Ja, ich lächle, wenn auch etwas traurig, und dann steige ich mit ein. Also singt ihr und spielt ihr ein wunderschönes Lied in vielen Stimmen, vielen Sprachen, vielen Worten, den Klängen eurer Instrumente und eurer ganzen Seele. Die Energie der letzten Stunden, sie fließt aus euch heraus in eure Musik. Es ergreift euch, es erfüllt euch. Sie lacht euch an, die junge Frau. Sie schaut euch an, ihre Augen. Sie glühen. Ist das möglich? Kann das sein? Spielt das eine Rolle? Und ihr Haar, auch das scheint zu schimmern. Schwarz und doch irgendwie auch golden zu glühen, ein bisschen zu leuchten. Leuchten ist das richtige Wort. Die ganze Person, sie leuchtet. Und ihr leuchtet. Eure Instrumente leuchten. Wenn das jetzt aufgenommen wäre, oh, Ralf, wenn das jetzt aufgenommen wäre, die Musik, sie durchdringt das Schiff, durchdringt die Landschaft, durchdringt das Meer, durchdringt die Wolken und die Sterne. Und das Boot, das schippert, tuckert langsam voran, und selbst der Klang des Motors fügt sich ein in dieses wunderschöne Kunststück. Hört ihr zwischen euren Klängen ganz tief wie ein zusätzlicher Bass? Von unten kommt dieses Geräusch. Ich schaue so ein bisschen verwirrt auf meinen Bass, so, weil so tief spiele ich nicht. Und ich spüre es auch vielleicht auch so ein bisschen, dass es durch den Körper brummt, so ein... Und ihre Stimme bricht ab, so ein Ha. Was habt ihr das gehört? Und dann schlägt etwas gegen das Boot. Wow! Was war das? Oh. Verdammt! Kannte Segel? Jan? Was? Verdammt! Ich geh gucken, wartet. Ich hechte auf die Frau zu und pack sie an den Schultern. Wer ist er? Sie schaut dich an, sie hat nach unten geschaut, ihre Augen, sie sind völlig entgeistert, sie blickt dich an, sie packt dich. Ja, du weißt wer, er. Wir müssen weg, wir müssen schneller, ihr müsst los, wir müssen hier fort, sonst holt er uns. Du, ohne dich wäre das nicht passiert. Du. Nein, bitte. So lange hat er mich gefangen. Der Tausch. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr in seinem Griff. Ich will frei sein. Ich will ich sein. Bitte, bitte, Alexander, bringt mich an Land. Alex, wovon redet sie? Tausch? Woher kennt sie überhaupt unseren Namen? Wir haben sie ja genannt. Wir haben uns gegenseitig angesprochen, wobei ich glaube, immer nur Alex genannt wurde. Aber okay, das ist eine Kurzform. Ah. Es ist vollkommen egal. Das alles liegt hinter uns. War vor uns. Dann müssen wir wohl unter uns liegt etwas anderes.
Wow, es Was war ist. das? Ja, wir sollten an Deck, weg von hier unten. Ach, und das Segel da scheint Holz zu bersten. Was? Okay, verdammt. Nach oben. Alles zieht nach unten. Du reißt uns nach unten. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst mir helfen, bitte. Ich kann nicht mehr in seinem Griff sein. Seine Enge, sein Hass, seine Gewalt. Bitte, bitte, helft mir. Der Sturm. Was können wir tun? Ich konnte entkommen. Jetzt muss ich gehen. Bitte, helft mir. Ach, und irgendwo birstet Holz und da sticht tatsächlich etwas durch den Boden. Ist es ein Dreizack? Wow, verdammt. Nein, was? Wasser. Was zum Geier? Wasser fließt hinein. Scheiße. Er hat dich ausgeworfen wie ein Fisch. Du bist der Köder. Er wollte mich. Mich wollte er. Alex, wovon redest du, Alex? Was ist hier los? Ein Wurm und vier. Was ist Fische. Los da unten? Und dann hört ihr es alle. Gebt sie mir! Gebt sie mir! Sie gehört mir! Die Stimme, sie kommt von überall, wie ein Donnergrollen, wie ein Sturm, über euch, unter euch. Sie ist überall und das Boot, es wackelt. Und der Dreizack, er sticht noch einmal durch das Boot hindurch. Krach und Wasser fließt hinein, in die Kajüte hinein. Verdammt, Jan! Ich renn raus. Was? Segel. Das war. Da stößt wer. Macht wer das Boot kaputt? Wir müssen hier weg. Schnell. Kannst du ein Segel setzen? Geht da, Segel? Und ab? Ja, los, da hinten. Du weißt, was zu tun ist. Wir haben das geübt. Er ist an Bord. Wohin, wenn nicht ins Wasser? Da Wasser eindringt, versuche ich die Frau auf meine Schulter zu nehmen. Ja, sie lässt und das ich. Ich streng mich an dabei, sie die Treppen nach oben zu bringen und sie oben auch fest zu umklammern. Du packst sie, ihr geht die Treppen hoch, das gelingt dir. Es wackelt nochmal das Boot, wackelt nochmal, ihr kommt nach oben. Wer ist jetzt schon oben an Deck? Ich bin oben, auf jeden Fall schon länger oben. Dann siehst du jetzt, wie plötzlich etwas aus dem Wasser springt. Schlag, Quatsch. Und da landet eine Gestalt am Bug. Eine sonderbare Gestalt. Sie ist tropfnass. Sie hat langes Haar. Komisch. Du kannst es in der Dunkelheit nicht genau erkennen. Die Hautfarbe, sie wirkt so komisch. Die Haut, du siehst es nicht. Die Augen rot und blau. Die Augen rötlich. Die Gestalt, sie sieht aus, als hätte sie Seetang am Leib, Seetang am Haar. Sie hat einen Speer, einen Dreizack in der Hand. Was zur... Kommt langsam auf dich zu. Gib sie uns. Hörst du in deinem Kopf, Jan? Die Gestalt, sie hat den Mund nicht geöffnet, aber du hörst sie. Er will sie haben. Gib sie uns. Und eine zweite Gestalt kommt aus dem Wasser, landet auf dem Mast. Schießt heraus wie eine Rakete und landet eben auf dem Mast. Gebt sie uns. Wir wollen sie haben. Sie gehört ihm. Was denn hier? Hey. Ja, Susi würde gucken, dass sie irgendwie den Schalter umlegt, dass das Segel plötzlich diese Richtung ändert. Man kennt das ja, das klappt von links nach rechts und halt die eine Figur, die halt am Bug steht, irgendwie versucht mit dem Segel vom Boot zu fliegen, so ein Nein! Und so legt den Schalter um und roms dreht sich das Segel. Wieder ein Kommando. Ja, ich mach das, streng mich dabei an. Du, das ist eine Timing-Frage im richtigen Moment. Du drückst und schlingst und die Gestalt, sie wackelt, sie fällt, sie platscht auf das Schiff. Bach! Und man hört, wie sie aufstöhnt. Sie bleibt erstmal liegen. Alex, Ralf, hier sind Leute oben. Helft uns!
Ja, Ralf, du bist jetzt mit ihr oben angekommen. Sie sieht die Gestalt, die da steht, die noch nicht zu Boden gegangen ist. Sie schaut in Richtung Syra, diese Gestalt, und zeigt den Dreizack in ihre Richtung. Komm mit uns. Du kannst nicht entkommen. Was wollt ihr von der Frau? Was bist du? Nee. Und ich renne in die andere Ecke des Bootes. Ich laufe davon. Ecke des Bootes. Aber dann kommt aus dem Wasser noch etwas geschossen, eine weitere Gestalt, diesmal eine weibliche Gestalt. Ebenfalls, du siehst sie, sie ist sehr nah, vor dir landet sie. Sie hat schuppiges, grün-blaue Haut. Sie schaut dich an. Sie will nicht packen. Sie packt dich. Was tust du, Ralf? Ich trete nach ihr und streng mich dabei an. Du trittst nach ihr. Und sie weicht aber behende aus und schlägt dir ihren Speer, den sie hatte, gegen die Brust. Du gehst zu Boden, ein dumpfer Aufprall, Schmerzen in der Brust. Sie springt auf dich zu. Die anderen sehen's. Lasst sie in Ruhe! Ich renne konzentriert mich dabei und renne Richtung Ralf und versuche, die Gestalt zu tackeln. Ich halte Syra dabei fest. Du rennst auf die Gestalt zu, versuchst sie zu tackeln. Tatsächlich schaffst du es dabei, dreht sie sich aber um und sticht dir irgendetwas in die Seite. Ein stechender Schmerz. Du spürst es, wie es in dich hineindringt, aber es gelingt dir, sie umzureißen. Sie geht zu Boden. Der als erstes gelandet ist, rennt nun aber ebenfalls auf Syra zu. Ich taumel nach oben und ich sehe Poseidon, aber gleich in mehrfacher Ausführung, und ich entsinne mich zurück an etwaige Studien, und was kommt mir dabei in den Sinn? Du versuchst dich zu erinnern. Was könnte euch hier helfen? Willst du mir dein Kommando geben? Ich gebe alles, um mich zu erinnern. Denkst nach, du versuchst dich zu erinnern, versuchst zu wegen einen Moment zu finden. Was könnte helfen? Poseidon ist zu beruhigen. Vielleicht kann man ihn beruhigen mit irgendetwas. Du erinnerst dich nicht mehr genau mit was. Poseidons Wut kann man nicht mit Gewalt entkommen. Mit was anderem vielleicht. Man muss ihn besänftigen, aber wie? Wie glättet man die Wellen? Die Gestalt packt nun Syra, die versucht sich zu wehren. Sie schreit auf, ein lauter, klarer Ton, fast wie ein Lied. Die Gestalt, sie taumelt kurz, hält sich kurz die Ohren, packt sie dann aber und reißt sie zu Boden. Syra schreit. Ich bekomme das mit, dass sie... dass Syra 2-3 eine Tonleiter quasi ansingt. Und steige darauf, kriege auch die Reaktion mit, weil ich habe jetzt halt das ganze Chaos und versucht zu beobachten und fange jetzt auch an, eine Melodie zu singen, sagen wir mal. Ich fange an, weil mir gerade nichts Besseres in den Sinn kommt, What Shall We Do With The Drunken Sailor zu singen. Laut Hals, es ist also überhaupt nicht punkig, also da steht die durchnässte Frau mit den braunen Haaren, der lila Strähnen und singt What Shall We Do With The Drunken Sailor und hofft, dass es vielleicht irgendwie wirkt. Und ich konzentriere mich dabei noch, dass ich auch wirklich die Töne treffe. Du singst und, dieses Lied. Du konzentrierst dich. What shall we do with the drunken sailor? Und in dem Moment, wo du das ansingst, da stolpert die Frau, die Jan etwas in den Leib gerammt hatte. Sie stolpert zurück. Sie schreit, Stein! Okay. Wenn ich das sehe, schrei ich sie an. Early in the morning! Und auch du stimmst in das Lied ein und singst, und sie zittert und schreit, und der große Mann, er dreht sich zu dir rum. Sei still! Sei still, er will es nicht hören. Hooray, and up she rises early in the morning.
Wallen, hat er nun eine Stimme aus dem tiefen Meer und Wellen kommen plötzlich und das Meer, es bewegt sich und der Sturm, er ist wieder da. Plötzlich ist er wieder da und er singt dieses Lied, What shall I do with the drunken sailor, what shall I do with the drunken sailor. Und die Wellen, sie reißen euch hin und her, die Gestalten, sie taumeln auf dem Boot herum. Syrer, schaut euch an. Er könnte euch töten. Er wird euch töten. Es tut mir so leid. Ich fange an, noch an auf der Rede, aber auf dem, was ist das, auf dem Board neben mir zu trommeln und im Takt. Und brüll halt und sing weiter und ja. Und jetzt frage ich dann noch die anderen. Ich singe weiter und lauter und gehe dabei zurück, bis sich die Reling auf der anderen Seite gegenüber an mein Kreuz presst. Und ich schaue zu Alex und bemerke, dass er seltsam rückwärts läuft. Das kommt mir seltsam vor. Alex, komm sing mit uns. Hier. Ich singe immer weiter und klammere mich fest. Denn der Reling, hinter dir das Meer, hinter dir die Wellen. Und ihr hört euch selbst. Und auch Syrer hat nun angefangen zu singen. Euer Lied, es verändert sich. Es wird irgendwie anders. Es wird eher langsam das Lied, was er vorhin gespielt hat, nur lauter, nur intensiver, noch stärker. Und die Gestalten auf dem Boot, sie taumeln herum, sie versuchen zu euch zu kommen, aber ihr singt ihnen entgegen. Doch der Sturm, der macht kein Halten. Wieder eine Welle und sie brecht über das Deck, spült beinahe Jan vom Lenkrad fort. Er kann sich festhalten. Die Gestalt, die Frau, sie wird ebenfalls weggespült, hält sich aber. Jan, du spürst auch die Schmerzen immer noch in deiner Seite, aber im Moment ist keine Zeit, ihr müsst singen und ihr müsst weiterfahren. Das Segel, der Wind bläht und bläst euch immer weiter Richtung Land, aber ihr werdet es nicht schaffen. Du weißt es, dieses Lied, es hält die Kreaturen weg, warum auch immer. Aber wie sollt ihr das schaffen? Ich will sie haben! Gebt mir ein Opfer! Umklammere das Steuerrad und mein. Was für ein Opfer! Niemand gehört niemandem! So heiser. Ist das eure Entscheidung? Das ist unsere Entscheidung. Einen Scheiß kriegst du. Ja, einen Scheiß kriegst du. Und das Wasser bäumt sich um euch zu einer gewaltigen, riesigen Welle. Und ihr haltet und klammert euch fest. Festhalten! Groß Blitze in allen Farben wieder. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Und in diesen Blitzen formt sich ein Gesicht. Das Gesicht eines alten Mannes mit wehenden, langen Haaren. So sieht es aus. In den Wolken, in den Blitzen, in dem Meer, in der Gischt formt sich das Gesicht. Dann nehme ich euch eben alle. Und aus dem Wasser scheint es, als würde eine gewaltige Hand euer Boot greifen wollen und in die Höhe reißen. Doch Syrer steht dort, mitten auf dem Boot und breitet die Arme aus und schreit: Nein! Singt mit mir! Singe und trommle. Singt mit mir! Und sie ja, ich singe und trommle. Und er singt und trommelt. Singen alle mit. Ja, und ich würde mich dabei ziemlich anstrengen. Ich kann mich nur noch konzentrieren, aber ich konzentriere mich dabei. Ich strenge mich an, möglichst im Takt dazu zu trommeln. Lange kann ich nicht mehr alles geben, aber ich tue es. So singt ihr
und trommelt ihr und spielt ihr und das Wasser, es wirbelt euch herum, die Faust aus Wellen trifft das Boot, der Mast bricht ab, Krach, er ist weg, Krach, ein Teil der Kahüte ist weg, Krach, das Lenkrad, das ist weg, Krach, Jan wird zur Seite gerissen. Singst du weiter, Jan? Ich singe weiter! Ja. Du wirst geschleudert gegen die Reling. Noch einmal Schmerzen. Auch du, Alexander, du bist jetzt schon in der Reling. Du hast das Gefühl, dass dich von hinten etwas packt. Etwas greift dich. Ich will dich nach unten ziehen. Dann nehme ich halt dich. Dann nehme ich halt dich. Ja, ich singe noch mal so laut es geht. Ich weiß, aber ich halte das nicht mehr lange durch. Das zieht an deinem Haar. Alex, ich lass mich übers Deck zu Alex, hangel mich übers Deck, lass mich übers Deck zu Alex rutschen und pack ihn irgendwo, such ihn irgendwo am Shirt oder irgendwo so zu greifen, so ein Alex! Jetzt siehst du, dass dein ganzer Kopf mit Algen zugewachsen ist. Irgendetwas hat sich da festgesetzt. Algen ziehen ihn langsam von Deck. Alex, bleib bei mir. Ich zieh ihn ran und gib ihm einen Kuss seines Lebens, den er noch nicht von mir gekriegt hat. Und du küsst ihn, während die Algen ihn ziehen wollen. Und dieser Kuss, irgendwas macht er, irgendwas löst er. Die Algen, sie lassen los. Alexander wird nach vorne geschleudert, auf dich drauf, um dich herum, über dich. Ihr umarmt euch automatisch. Wir fallen hinten über so ein bisschen. Ja, genau. Ich lasse dann den Kuss los und brüll in den Sturm. Das ist meiner! Und wieder kracht eine Welle. Und ihr hört es nur noch bersten. Heißt es nicht, Kapitäne können einen trauen? Oder ist es zu früh? Und ich weiß nicht, ob ich das als Scherz meine oder nicht. Ich glaube, schlechter Zeitpunkt ist das Einzige, was mir mit den Lippen kommt. Dann zerbricht das Schiff unter euch. Und ihr seht nur noch Dunkelheit und Schwärze. Die Tiefe. Aber das Lied, es ist in eurem Kopf. Bis zum letzten Moment habt ihr es gesungen. Alexander, Ralf, Susanne, Jan. Ihr wart Syra treu. Ihr habt die Sirene versucht zu retten. Epilog. Da ist ein Strand. Irgendwo in Griechenland. Da liegt auf dem weißen Sand, von Muscheln umgeben, eine Gestalt in weißen Laken. Sie hat lockiges, schwarzes Haar. Ein weißes Kleid mit Blumen drauf. Sie hat ja von mir ein Kleid bekommen. Ein weißes Kleid mit Blumen drauf. Wunderschön, danke. Sie prustet Wasser, richtet sich auf langsam, setzt sich hin, schaut zum Meer. Sie hat ein Lied. Ein wunderschönes Lied. Das hat nicht sie erschaffen. Nein, diese armen Seelen haben es getan für sie. Alexander, Ralf, Susanne, Jan. Die Sirene ist frei. Frei von ihm. Der Preis war hoch. Ihre Augen tränen. Zu hoch. Ende. Wow. Sehr schön. Mega. Wirklich schön. Wirklich. Und mit einer Punktlandung, obwohl ich es gerne noch sehr viel länger gespielt hätte. Ja, allerdings. Ja. Oh, ja. Also die Erzählweise war mir völlig neu und ich bin absolut begeistert. Ja. Vielen, vielen Dank. Mega. Gerne öfter, ja. Ja, sehr danke cool. Danke fürs Mitspielen. Ich bin jetzt heiser, aber das war's wert. Ja. 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 Ja, ihr habt euch toll drauf eingelassen. Wirklich sehr schön.
Ja. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Danke. Oh, ja, tolle, tolle danke Geschichte. Wirklich imposant, wirklich inspirierend. Ja, sehr cool. Der Chat sagt auch wow und genial. Also kriegst Lob aus allen Ecken. Ja, ja. Können uns, glaube ich, alle nur anschließen. Ja, sehr cool. Definitiv, ja. Ja, einer allein macht das nicht, ne? Also wie gesagt, danke, für dass ihr euch so drauf eingelassen habt. Ohne, ja. Es hat ja sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es war mir und wahrscheinlich auch allen anderen ein absolutes Fest. Oh ja, ja, wirklich. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendjemand nachmachen kann, irgendwie in deiner unnachahmlichen Art irgendwie sowas zu machen. Ich glaube, das ist schon sehr unique. Hat auch wenig mit dem System zu tun, glaube ich, aber es ist eher so deine Art. Wirklich, ja. Aber wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich fand auch euch andere irgendwie, ich glaube, wir haben uns da echt eine gute Truppe ausgesucht. Ja. Sehr, sehr angenehm. Vor allen Dingen, obwohl es nicht weitergeht, hätte ich mir gut vorstellen können, dass wir auch noch Stoff für eine ganze Serie gehabt hätten. Möglicherweise jetzt ja, ohne dass es jemals ein Publikum findet, unter Wasser. Und dann werden diese ganzen Beziehungen noch ein bisschen aufgedröselt. Aber ich sehe da ein Auge auf Susanne schielen. Wirklich. Wirklich? Aber am Ende habe ich die Crew nicht noch einmal verlassen. Ja, richtig. Tatsächlich, ja. Ja. Plötzlich Teil des Schiffs und dann Teil der Crew. Ich habe einmal den Fehler gemacht, Nein zu sagen. Ja, war sehr geil. Auch die Erzählweise, so lebendig. Ich dachte zwischenzeitlich, der Marot springt auf den Tisch. Und ich habe darauf gewartet. Und es war absolut fantastisch. Also zwischenzeitlich musste ich mich hier wirklich... Das hatte ich euch ja angedroht. Ne? Ja, tatsächlich. Oder ich habe auf den Schuhkarton gewartet, der fliegt. Aber tatsächlich habe ich mich zwischendurch muten müssen, einfach nur deswegen, weil ich innerlich gekichert habe, wie so ein kleines Kind, weil ich so begeistert war. Ja, ich musste auch immer meine Mimik immer wieder entspannen sollen. Das ist jetzt eine erste Szene, du kannst jetzt auch nicht grinsen, weil es gerade so cool ist. Genau. Das hatte ich gar nicht. Also ich habe mir öfter mal ins Gesicht gefasst und ich habe geschwitzt und ich hatte ganz oft Gänsehaut. Ich bin gerade auch rumklühen. Also ich konnte mich wunderbar einfühlen. Das war nicht so eine Runde, ja, jetzt gucke ich zwischendurch mal aufs Handy und gucke mir die Shady Bitcoin-Kurse an, wie ein Jan Kluge als Zuschauer das machen würde. Also ich konnte mich da wirklich wunderbar, ich konnte da wunderbar drin aufgehen. Und war schön, auch nicht unbedingt eine Agenda zu haben, die durchgedrückt ist, sondern eher zu erleben und dann entsprechend darauf zu agieren und minimal halt zu agieren. Und das hat super reingepasst. Ja. Mir hat auch Alex als Charakter sehr gut gefallen mit diesem, er ist halt so echt verloren, der Gute, ne? Das war super, von dir super gespielt, also richtig dieses Cineastische kam bei dir auch noch schön rüber, das war cool. Oh, danke. Also richtig oh mein Gott, Ende, der arme Alex, aber ich kann nicht an drei Orten gleichzeitig sein. Ja, am Ende war ich, glaube ich, irgendwie ziemlich hilfsbedürftig, aber ich glaube, das entsprach tatsächlich auch eher dem Charakterkonzept. Und ja, schön. Aber was wollte ich noch sagen? Genau, ich weiß nicht, ob das im Unklaren gelassen werden sollte, aber kann ich die Frage stellen, beziehungsweise du die Antwort darauf geben, Marot, ob wir es ohne Opfer hätten schaffen können? Ja. Also, wenn sich einer komplett geopfert hätte, hätten alle anderen überlebt. Und ganz ohne Opfer, da hättet ihr wirklich irgendwie verhandeln müssen. Aber tut man das, ist halt so die Frage. Ja. Also ist so ein bisschen die Frage. Ja, also ganz ohne, dass irgendwie was gegeben werden muss. Aber man hätte theoretisch einen Pakt machen können in irgendeiner Form. Aber dadurch hättet ihr dann mehr noch euch quasi, das haben die Charakter nicht hergegeben. Da hätten wir jetzt einen Okkultisten oder so gebraucht, der dann vielleicht da mehr drüber weiß. Ja. Mein Gedanke war zwischenzeitlich, dass es vielleicht nicht schlecht ist, wenn wir tatsächlich geeint alle zusammen bis zum Schluss durchhalten, um eben zu zeigen, nein, du hast eben keine Chance, sie dir zu holen.
Das war so, ja, so meine Denke. Ich hatte kurz noch die Idee, andere Götterfiguren anzurufen. Irgendwie, klar, er hat, ist Poseidon ja der Herr über das Meer, aber er hat ja auch Gegenspieler, also und auch ne, Leute, die ihm immer in die Fasson fahren. Also der Kuss zum Beispiel hat Aphrodite kurz ins Spiel gebracht. Ne? Ja, zum Beispiel, ne, aber ich denke auch Jan wäre auch in dem Moment auch nicht auf die Idee gekommen, der ist halt ein bisschen stumpf, von daher, ja. Ich habe auch ganz spontan jetzt dann am Ende entschieden, überlebt. Ich habe es ja auch offen gelassen, ich habe es ja nicht wirklich gesagt, was mit euch jetzt passiert ist. Ja. Ist doch schön, weil ja. Ihr habt schon das gemacht, was ich gedacht habe, was zumindest Syra retten wird, nämlich, dass er mit ihr dieses Lied singt. Ja, das war so eine Möglichkeit. Kampf wäre schwierig geworden wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen habe ich Kampf ja gemacht. Ich habe den einen von den beiden genockt mit dem Segel. Genau, ja. Bevor es dann gebrochen ist. Ja, auch so. Aber ohne, es war halt improvisiert auf das, mir. Ne? Ja. Ich fand es ehrlich gesagt auch sehr gut, weil hätten wir es ohne Opfer geschafft, ich glaube, obwohl ich habe mich ja angeboten, aber mein Charakter war einfach nicht darauf ausgelegt, freiwillig das zu tun, vor allen Dingen halt in Kombination mit dem Wasser. Aber im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich doch diese Leere in mir verspürt, hätten wir es alle geschafft und wäre dann irgendwie doch noch einen anderen Weg gegangen. Naja, das muss man ja nicht ausdiskutieren. Ich glaube, so wie es ausgegangen ist, ist es jetzt ausgegangen. Aber so hat mich das tatsächlich auch so ein bisschen erinnert an von H.P. Lovecraft, das seltsame Haus hoch oben im Nebel. Mhm. Kenne ich jetzt nicht. Ich kenne es auch nicht. Also, weil tolle, tolle Kurzgeschichte, wo eben halt das ganz genauso war mit Nodens, welcher tatsächlich als keltische Gottheit Poseidon sehr, sehr ähnlich ist. Und am Ende man nur noch von denen, die mit ihm Kontakt hatten, das Geheul und Gejohle jenseits der Sichtweite und mehr nicht jemals wieder sah. Okay. Und toll, also wie Mythen, die separat voneinander sind, trotzdem so viele Parallelen haben. Unser kollektives Gemeinschaftsgedächtnis ist einmal wieder unter Beweis gestellt worden. Ja, es war schon sehr, sehr Cthulhu-esk, weil die Ankündigung, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also nicht, dass es irgendwie was mit dem Mythos zu tun hatte oder so. Aber die Konfrontation mit dem Übermächtigen, Jenseitigen, was man nicht begreifen kann, ja, genau das macht das ja aus, diese Spielweise. Und ich glaube, dafür bietet sich das Ganze auch irgendwie, diese Szenaristische, auch gut an. Ne? Und das ist, ich bin auch irgendwie ganz, ganz froh, dass wir das jetzt auch irgendwie als Bild auch eingefangen haben. Denn Marot hat ja sonst immer nur Hörspiele, die er irgendwie könnt ihr euch übrigens alle anhören, das ist das Ähnliche. Und jetzt könnt ihr euch, wo ihr das gesehen habt, ihm auch richtig vorstellen, wie er da erzählt. Und ja, deswegen war ich auch unsicher, ob ich es überhaupt machen will, weil ich dachte, da sieht man halt mein Gehampel dann. Ja, und das, ja, aber das macht, das gibt nochmal extra, also es ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Es ist ja immer so, einigen Leuten gefällt das, wenn sie Gesichter sehen, wie wir hier so sind. Andere Leute sagen, ich brauche nur die Stimmen oder so. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ich finde, es hat gerade auch irgendwie in der Erzählweise, die du hast, du machst von sich aus ja schon sehr energische Erzählweise und dass man dich dabei sieht, das unterstützt das Ganze noch. Ne? Und hätte man, glaube ich, das Bild dazu nicht gehabt, wäre es auch intensiv gewesen, aber nicht so. Also ich bin schon froh, dass ich das Bild dazu hatte. Ja, definitiv, das unterschreibe ich. Den Marot gesehen zu haben, wie er dann tatsächlich sich aufrichtet, die Arme hochreißt und schreit ins Mikro, das gibt dem Ganzen noch so viel Plus. Das ist absolut fantastisch. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und das holt einen echt ab. Ja. Der Chat sagt auch irgendwie, sie wollen mehr Marot sehen. Ja, ja bitte. Ja, Julikals schreibt auch, die Mimik dazu war sehr, sehr interessant zu sehen. Ja, genau. Ja, also. Ja, sehr gerne. Also mir hat es großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, ja, auch wenn du jetzt heiser bist. Ja, aber das war von vornherein klar. Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, man hat halt gemerkt, ich habe auch mal wieder dich gesehen, wie du agiert hast, und aber auch gemerkt, du warst halt, ich merke das auch von mir, man ist halt, man vergisst einfach, dass man live ist und man spielt für die Leute und spielt für sich und hat Spaß, dass die anderen Leute Spaß haben.
Und man ist dann voll drin. Du warst ja auch richtig drin. Ich habe teilweise ja auch die Augen geschlossen, einfach um es mir noch besser vorzustellen, auch im Charakter mehr zu sein, was da jetzt passiert. Also einfach super. Und Ja, zwischenzeitlich, rundum super. zwischenzeitlich fand ich auch ganz toll zu sehen, dass der Marot so ein bisschen wie so eine Art, ne, ich will nicht sagen Geier, das stimmt nicht, aber so ein bisschen lauernd, sagen wir mal, ein bisschen Ja. lauernd da saß und in den entsprechenden Momenten so kleine Zwischenrufe gegeben hat oder so, ja, das stimmt, du siehst das und das. Das ist absolut fantastisch, das füllt das Ganze einfach, das macht es rund. Dankeschön. Ja, also ich kann das irgendwie, das System heute, ich fand es schon fast ein bisschen störend, auf diesen extra Bildschirm gucken zu müssen, wie viel Token ich habe. Das ist jetzt irgendwie Kompliment und Kritik gleichzeitig, ne? Irgendwie, also ich glaube, wir hätten das hier auch gut spielen können, ohne da irgendwie was hin und her zu schieben. Ja, also es gibt ja tatsächlich auch noch eine weiterführende Variante von Cinema, wo ihr keine Kommandos mehr sprecht, sondern wo ich dann 4 bis 6 Werte habe und die legt ihr vorher weg. Es sind einfach Würfelwerte letztlich und dann sehe ich immer, okay, das ist dann kraftvoll handeln, das geht dann in Richtung Fate Turbo, Turbofeld. Ja, Ja. Kraftvoll handeln und das hat jeweils Werte, das nenne ich dann so Pure Cinema, nenne ich das. Aber das will ich jetzt für den Anfang. Viele wollen ja am Anfang schon noch das Gefühl haben, ein bisschen kontrollieren zu können. Ja, deswegen. Also das jetzt ist quasi der Einstieg und theoretisch kann man dann auch mal so ganz immersiv und dann macht ihr gar nichts mehr und ich würfel nur noch im Hintergrund. Ja. Das Das geht klingt auch auch. verdammt spannend. Ja. Blaulala schreibt auch gerade absolute Inspiration für jeden Spielleiter. Finde ich auch. Also Dankeschön. nicht, dass jetzt jeder irgendwie rumhampeln muss oder so, aber ich finde, man kann sich als Spielleiter bei dir ganz gut abschauen. Ich glaube, du hast irgendwie, kannst mich ja korrigieren, wenn es falsch ist, aber so, aber auch du hast deine innere Kamera halt auch jedes Mal auf unsere Charaktere gerichtet und warst halt bei uns halt auch mit so dabei. Und das kann ich auch nur jedem Spielleiter irgendwie oder Spielleiterin irgendwie ans Herz legen. Irgendwie macht euch vertraut mit den Charakteren, spielt mit den Leuten mit. Und dann habt ihr halt für euch als, also der Einzige, der jetzt hier ja auch System gemacht hat, war ja auch der Marot. Das heißt, du hast da für dich auch eine Immersion gebrochen, ständig, ne? Und dadurch, dass du aber so mitgegangen bist, hast du die auch wieder geschaffen. Also von daher irgendwie ist das ja doppelt gut an der Stelle. Und das braucht aber halt auch sehr viel Vertrauen zwischen Spielleiter und Spieler. Und wir alle kennen uns jetzt halt hier kaum. Gestern das erste Mal gesehen in dieser Konstellation. Und Marot sagte auch bei der Session 0 gestern, das Ganze braucht Vertrauen und so, und wir haben, ne, man merkt aber dann auch sehr schnell, dass er, also wenn ihr SpielleiterInnen seid, gebt euren SpielerInnen halt auch das Gefühl, was er heute auch gemacht hat. Ich möchte, also er hat uns ja quasi ins Desaster hineingeführt, ne, auch irgendwie plastisch ins Schon. Desaster Oh hineingeführt. ja. Aber ich hatte als Spieler nie das Gefühl, der will mir was. Ne? Und wenn ihr dieses Gefühl irgendwie erzeugen könnt durch Beschreibungen des Äußeren, dann habt ihr schon gewonnen. Also, ja. Meine Philosophie ist auch, danke für dieses Lob auch, aber meine Philosophie ist tatsächlich auch, es geht nicht darum, gegeneinander zu spielen. Es geht darum, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Also ich kann das auch nicht alleine. Klar, ich kann auch Solo-Sachen machen, das ist dann bestimmt auch nett, aber so eine Geschichte lebt von den Figuren, lebt von den Dingen. Und ich habe ja auch versucht, dann wirklich, dass das, was ihr mit reinbringt, auch eine Rolle spielt und sowas, weil es mir auch Inspiration gibt. Also ich habe nicht viel überlegt mir vorher, sondern ich bin darauf angewiesen, dass ihr reiche, interessante Charakter verkörpert, dass ihr Bock drauf habt und das habt ihr gemacht. Und nur so, also es ist ein Teamsport. Rollenspiel ist für mich ein Teamsport und nur gemeinsam wird es eine geile Geschichte. Ja, dann kann ich nur zustimmen. Ich glaube, wir sind uns da beide, Marot, sehr, sehr ähnlich in der Art, Spiel zu leiten. Auch wenn ich das noch nicht so. Ich glaube, ich versuche das demnächst auch mal so. Super. Einfach, um es mal versucht zu haben, weil ich glaube, ich kann das nicht. Aber ja, es ist ja sehr cool. Zum Thema Koali, du kannst das nicht. Also ich finde, ich habe ja Vampire bei dir geschaut. Du machst es nicht so exzessiv wie der Marot, aber du machst auch, wenn du Charaktere verkörperst, auch sehr gut. Also
weil mit dir weiß man auch mit direkt, wer da jetzt spricht, wo man da dran ist, auch ohne jetzt krasse Dialekte. Also ich finde, du machst das auch schon sehr, sehr gut. Ich bin auch gespannt auf dann das, was da kommt mit dir, das gemeinsame Projekt. Also auch den Hut ab da vor dir, nicht nur vor Maro. Mach dich nicht klein. Das ist einfach super. Fall. Ja, aber das, genau, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Du bist gemutet. Koali gerade. schon wieder bin ich? Wer, ich? Nee, Ja, Koali. nee, live, du wolltest gerade was sagen, sag ruhig. Also, ja, ich wollte auch nochmal mein Dank nicht nur an Maro, sondern oder an Marot, wir switchen das immer so rum, Ihr sondern auch möchtet. als euch als Team geben. Also, wow, wirklich, wirklich toll. Man hat das ja nicht immer mit so einer Konstellation, die so aufeinander eingeht. Und also schön, auch mit dem Schluss, der für mich jetzt auch nicht so, es war wie Cinema, ne? So ein bisschen Hollywood-Einfluss, als Susanne dann gesagt hat, okay, jetzt bringen wir das noch ein, worum ich mich auch nicht so richtig gekümmert habe als Spieler, mit einer, naja, ehemals verloren gegangenen Beziehung, was auch immer, ne? Man weiß das ja nicht, gefühlsgeladen, wie man meist ist. Und ja, einfach so vieles. Also ihr seid in euren Rollen geblieben. Und das ist schön, vor allen Dingen, wenn man am Ende ja meist irgendwie gerne mal rausfällt und es dann nur noch darum geht, zu spielen oder zu kämpfen und einen Charakter zu spielen, der es am Ende schafft, des Endes, des glücklichen Endes willen und nicht der Geschichte willen. Also könnte der Chat ja auch mal kurz zurückmelden. Also ich meine, für uns ist das alles klar, wie es irgendwie unter uns so zusammengepasst hat, so zwischen den Charakteren. Aber wir haben uns gestern halt auch eine ganze Ecke halt auch Gedanken gemacht, wer zu wem wie steht und so. Und heute ist nicht alles davon irgendwie rausgekommen. Wir haben auch davon nicht alles erklärt. Aber vielleicht könnt ihr ja aus dem Chat ja mal zurückmelden, ob das irgendwie alles ganz, ganz smooth war und das alles nachvollziehbar war, wie gehandelt wurde. Irgendwie, ich habe mir jetzt kurz gedacht, so, Susanne wurde vorgestellt als eine glückliche Mutter und so, ne? Und jetzt am Ende kommt halt dieser Kuss. Irgendwie war das nachvollziehbar für euch? Irgendwie für uns als SpielerInnen war das total nachvollziehbar, weil wir wussten, was da irgendwie drin war, aber ich glaube, wir haben es nicht erzählt. Also könntet ihr ja vielleicht mal zurück, das wäre ja ganz interessant zu wissen. Guter Punkt, alle, ja. Ist halt auch eine Zeitfrage, ne? Also wir haben jetzt Natürlich, 2,5 natürlich, Stunden. Ich hatte ja natürlich, ja. Story, also Natürlich, ja. ja, wir sind auch recht schnell in die Story reingeschoben worden. Ne? Das war Absolut, aber ja. auch super, sonst hätten wir es Sonst hätte nicht. es nicht gereicht, ne? Ja, das war's. Nee. Und du müsst ja trotzdem sagen, du hast uns unsere Freiräume gelassen. Also du Ja. hast gewartet, bis wir nicht mehr wollten oder auf ein Zeichen von dir gewartet haben. Also bist du super auf uns eingegangen. Ja, ich hätte euch gerne noch so mehr Momente gegeben, wo ihr halt wirklich eure Freundschaft und Probleme miteinander spielen könnt, aber da waren die 2,5 Stunden dann zu knapp einfach. Und Ja, ja. ich brauche ja eine gewisse Erzählkurve. Das ist Aber das Problem dann. tatsächlich, Ja. tatsächlich muss ich sagen, dass es sich für mich jetzt nicht danach angefühlt hat. Ich meine, klar, wir haben alle eine Uhr vor Augen und ab und zu schaut man mal hin, aber dennoch ist es subjektiv jetzt doch, ja, doch zu schnell vorbeigegangen. Ja, also tatsächlich hätte ich mir solche Situationen wie eben gerade das soziale Miteinander gerne nochmal gewünscht. Also das Einzige, was es da so also aus der Perspektive vom Ralf gab, war ja das kurze Nachfragen beim Alex, was denn nun los sei mit ihm. Ja, woraufhin Alf ist auch schön, woraufhin Ralf höchstwahrscheinlich gedacht hat, naja, Salzwasser bekommt ihm nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Zeit gewünscht, glaube ich. Ja, also Sage man ich. hätte da auch so 3,5 Stunden, dann hätten wir das gehabt, tatsächlich, ja. Also ich spiele normalerweise, sage ich, 4 Stunden, eine halbe Stunde Erklärung und dann 3,5 Stunden sind normalerweise meine Runden. Dann hat man noch so ein bisschen mehr Raum. Ja. Julika schreibt gerade, es war gut nachvollziehbar, die Handlung. Also es scheint auch, ohne dass wir es nochmal speziell irgendwie angespielt oder angesagt haben, scheint es gut nachvollziehbar gewesen zu sein, ja. Sehr cool. Ich Ja. habe tatsächlich Bitte? selbstverständlich nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe jetzt zum Schluss, als hieß, okay, der Vorhang fällt, auf die Uhr geschaut und gedacht so, oh, Punktlandung, Ja, 22:30 Uhr. genau, Weil Alex hatte das bei mir gesagt. verschwinden alle Uhren, das ist dann so vollkommen subjektiv durchgeflossen. Immer dadurch auch nochmal eine Spur mehr immersiv, wenn man halt nicht ständig die Uhr im Blick hat. Das ist so ein bisschen so ein, ja, reißt dann ein bisschen raus. Gut.
Ja, das war, ich glaube, wir sind die allerersten, die hier in der Spielleiter-Austausch-Challenge irgendwie aktiv geworden sind. Fühlt euch gerne bereit da draußen, das andere Leute herauszufordern. Vielleicht guckt ja gerade Julikais hat auch einen Kanal. Vielleicht magst du mal Rot auch mal herausfordern. dann reichen wir ihn einmal rum. Ich bin da sehr dafür. Ja. Ansonsten könnt ihr gerne auch auf seine Homepage gucken. Ich verlinke das alles wie immer unten drunter. Rollenhörspiel.de, ne? Mhm, richtig. Und da findet ihr alles, was mit seinem System Man, da ist ja noch ein anderes System, ja, zu tun hat, und auch seine Hörspiele. Ich muss jetzt sagen, ich habe einiges von dir schon gehört, aber jetzt, wo ich dich halt plastisch mal gesehen habe und so, ich werde die wahrscheinlich alle ganz anders wahrnehmen jetzt. Das ist, genau. Ganz kurz, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hieß, Marot. War es der Mann im Mond? Ja, das ist ein Spezialding noch von mir, genau. Ich weiß, aber für jeden, der es genossen hat, ihn zu sehen, schaut euch das an. Das ist gigantisch gut. Das ist super. Ja. Das ist so ein Solo-Ding, so eine Art Lab, fast so Lehrmäßig, wo ich dann mittels eines anderen Spielsystems so Stück für Stück eine Geschichte erzähle, ja. Und ich muss ja auch sagen, du hast mich jetzt ja auch inspiriert, dass ich irgendwie bei mir startet demnächst eine neue Runde, dass ich das versuchen werde, das auch als Hörspiel mal herauszubringen in Podcast-Form. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, aber zumindest kommt die Inspiration definitiv auch von dir. Aber ihr macht auch schon so Hörspielsachen, habt ihr teilweise schon? Ja, wir haben halt ein komplettes Hörspiel, ja. Also es ist nicht live gespielt. Aber dann nicht so spontan jetzt, quasi. Ne? Okay. Genau, also es ist halt geschrieben und dann halt mit, ne, gelesen. Vielen, vielen Dank an alle. Es gibt übrigens hier auch noch andere Leute, die Pen and Paper Content produzieren. Der Live und Pixel Beast machen das nämlich auch. Ach. Auf die ein oder andere Art und Weise. Vielleicht wollt ihr noch kurz was dazu sagen, was ihr denn macht und wo man euch irgendwie sehen kann. Natürlich kommen Verlinkungen natürlich auch unten drunter. Elanor hat noch keinen eigenen Kanal, aber vielleicht ist das irgendwann ja mal. Du könntest Marot herausfordern und. Ich überleg's mir. Ich bin noch nicht so. Ja, vielleicht fangen wir mit live an. Was machst du denn? Gerne. Also ich mache auch Pen and Paper. Präsenz geht jetzt natürlich nicht mehr, aber ich freue mich, wenn es dann wieder voll losgeht, dann wird auch wieder ein bisschen mehr Content produziert. So ein bisschen, was habe ich tatsächlich noch, was nachkommt. Und das ist größtenteils Cthulhu tatsächlich. Also relativ. Ich sage jetzt relativ ähnlich von dem, was wir heute von Marot gesehen haben. Ich erinnere mich auch noch an eins, das ist vielleicht ein ganz gutes Einsteiger-Pen and Paper, falls ihr mal Bock habt, auf Table Tales nachzugucken, das sehr immersiv war, weil wir ein Filmteam auf der einen Seite hatten, das dann eben halt zwischendurch noch immer gefilmt hat, als wir am Spieltisch saßen und dann eben halt ohne großartigen Eingriff von mir die Spieler einfach getan haben, was sie wollten. Und dann individuell darauf reagiert haben mit zwei verschiedenen Kameraperspektiven. Also ein bisschen Cinema-Feeling kam da auch auf. Und von den beiden Ereignissen jetzt gerade angetrieben, glaube ich, habe ich voll Lust, nochmal sowas in der Art zu machen. Also schaut gerne mal vorbei. Ja, sagst du die Seite noch kurz, damit die Leute das irgendwie finden, falls sie euch also noch nicht. Das ist der Table Tales. Table Tales, genau. Tabletales.de dann, oder? Ach so, ich habe keine Seite. Ich habe nur einen YouTube-Kanal. Ein YouTube-Kanal. YouTube-Kanal. Ah, okay. Ja. Und es ist dann alles auch gefilmt quasi. Und genau, also es sind keine Hörspiele in der Form. Genau, und dann haben wir der Pixel Beast. Ja, tatsächlich bin ich selbst meinem gespielten Charakter gar nicht so unähnlich. Das heißt also, tatsächlich hangel ich mich ebenfalls durch so kleine Multimedia-Projekte. Und bei mir kann man, sofern die Webseite dann wieder online ist, pixellive.de wäre das, kann man dort eben kleine multimediale Experimente finden und halt im Zweifelsfall auch die How-Tos, also sprich, wie das Ganze denn entstanden ist. Und das Ganze auch im Bereich Pen and Paper, aber auch Kurzfilm, Musik und dergleichen. Und ansonsten findet man auf meinem Twitter-Profil verhältnismäßig viel getwittert, sollte denn irgendwo ein Live-Pen and Paper laufen.
meistens aus dem Kontext gerissene Sätze, für die mich dann Leute nicht so ganz mögen, aber gut, das ist mit Humor zu nehmen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr später schaut auf YouTube, guckt die Links, ich hoffe, ich werde nochmal gefüttert von allen hier, dann kann ich alles schön verlinken, wo die Leute euch finden und dann könnt ihr denen folgen und ganz viel Liebe dalassen, denn das haben sie alle verdient. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als mit einem Lob nochmal zu enden für den Marot, weil hier schreibt nämlich nochmal Blaulala, Marot ist für mich echt ein echtes Unikat, seine Art ist echt großartig, ich glaube, er könnte mir auch ein Kuchenrezept vorlesen und ich würde es spannend finden. Und ich finde das mal. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Vielen Dank an Marot fürs Leiten und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr dabei wart, euch beteiligt habt. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter, wie ihr es fandet, ob ihr euch dieses System vorstellen könnt. Ansonsten spielt mehr. Nutzt die Spielleiter-Austausch-Challenge, wenn ihr einen YouTube-Kanal besitzt. Und gutes Spiel. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.